Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe. Wir sprechen darüber, dass der Leopard 1A5 erstmals in die Gefechte in der Ukraine eingegriffen hat. Wir haben dazu ein Video, auch mit dem Ausgang dieses Gefechts. Gleichzeitig sprechen wir natürlich über die sonstigen Entwicklungen entlang der Front, wo sich etwas bewegt hat. Wir sprechen aber auch über die seltsame Praxis der Russen, wie man... Soldaten bestraft. Dazu haben wir ein paar interessante Informationen. Außerdem möglicherweise Anschlag auf den GUR, den ukrainischen Militärgeheimdienst. Auch diesbezüglich haben wir ein paar Sachen interessante Geschichten, dass sich Soldaten zum Teil von der Front freikaufen konnten und wir sprechen auch über politische Zusammenhänge. Zum Beispiel sagt der russische Außenminister, hat gerade gesagt, dass die Ukraine, dass die westlichen Partner der Ukraine den Krieg einfrieren wollten. Das werden wir uns eben mal in Detail genauer anschauen. Also wie Sie sehen, haben wir doch einiges zu tun. Und in dem Lagebericht zum Ukraine-Krieg anschließend sprechen wir, anschließend haben wir frage antwort runde ganz normal wie immer. Und ich werde so 20 bis 30 Minuten nach Ende dieses Livestreams wieder auf Twitch sein. Und dort auf Twitch werde ich dann auch ein Holy Adventskalender, ein Holy Adventskalender verlosen. Das heißt, wer Interesse daran hat, kann es dann dort teilnehmen. Das ist so ein Adventskalender. Ich glaube mit einer Glasflasche drin und den verschiedenen Mischungen für einen ganzen, für eben bis, bis Weihnachten wie ein klassischer Adventskalender. Der ist mir von Holly zur Verfügung gestellt worden. Aber wie gesagt, das machen wir dann auf Twitch anschließend. Gut, ich glaube, wir haben soweit alles. Noch der übliche Hinweis in den Kommentaren gibt es leider ein paar Betrüger. Das heißt, wenn Sie jemand kontaktiert und ausgibt, behauptet er, sei ich. Und gibt dazu dann irgendeine WhatsApp-Nummer oder ein Telegramm oder irgendwas in dieser Art. Melden Sie es einfach an YouTube als Betrug. Aber von meiner Seite ist dies... Ich, ich tue dies nicht. Das heißt, das ist dann einfach ein Betrüger. Reagieren Sie entsprechend darauf. Aber wie gesagt, fangen wir an. Wir fangen zunächst im Norden der Front an. Hier haben wir russische Angriffe in Sinkivka. Das ist hier auf Petro, in Richtung Petropavlivka. Wir haben Angriffe gemeldet bei Novosilivske hier und weiter im Süden bei Terni, bei Torske, das hier ist und im Serebrianske Wald. Dabei haben die Russen im Norden Erfolg gehabt. Wir haben eine Geolokalisierung von Sienkivka. Hier gibt es ein Video dazu und da sind die Russen hier. Geolokalisiert worden und Sie sehen, das sind die nördlichen drei Häuser von Sinkivka. Dies, in dieses sind sie nun eingetreten. Ich habe vorher schon mal von einer Weile Gerüchte gehört, dass sie in Sinkivka gewesen seien. Ich habe damals zumindest keine Geolokalisierung gesehen. Jetzt haben wir allerdings eine. Jetzt wissen wir, sie sind wirklich am äußersten Rand von Sinkivka zunächst gesehen worden. Das heißt, hier haben wir jetzt einen kleinen ukrainischen Rückschlag an dieser Front. Dann haben wir ein Video, wo das erste Mal ein Leopard 1A5 im Gefecht zu sehen ist. Ich habe es hier schon auf zweifache Geschwindigkeit gestellt. Sie sehen, er fährt ganz alleine herum und schießt hier. Und jetzt bewegt er sich, zieht sich wohl zurück, fährt rückwärts und ähm, wir sehen ihn also hier erstmals angreifen und dann ist er getroffen worden. Wovon ist nicht ganz klar, vielleicht war das eine Panzerabwehrrakete und anschließend wird er unter anderem Artilleriefeuer genommen? Wie wir hier sehen, wird weiter beschossen. Ich springe mal kurz vor zum Schluss. Da sehen wir es hier mit Nahtreffern und vor allem die Luken an dem Fahrzeug sind offen. Wir können keine offensichtlichen Brandschäden sehen. Vielleicht ist er also irgendwie zu retten. Allerdings dürfte natürlich davon auszugehen sein, dadurch, dass die Luken offen sind, werden die Russen höchstwahrscheinlich sehr schnell da eine Handgranate reinwerfen, um ihn zu vernichten. Und damit können wir davon ausgehen, dass der Panzer wahrscheinlich verloren gegangen ist. Er ist hierhin geolokalisiert worden und das schauen wir uns hier mal auf der Karte an. Das war hier. Und zwar, Moment, wo ist dies genau hier? Hier ist dieser charakteristische Gewässer und er war ungefähr hier. Das heißt, er hat auf wahrscheinlich auf so eine Entfernung von zwei bis zweieinhalb Kilometer oder sowas hat er in Richtung der Front geschossen. Wo wir sehen, er war also nicht irgendwie als gepanzerte Speerspitze im Vormarsch, sondern eher so als äh, direkt feuernde Artillerie zur Feuerunterstützung, vielleicht zur Bekämpfung einer russischen Position oder eines russischen Vormarsches hier. Und die ist hierbei ausgefallen. Und da können wir gleichzeitig auch sehen, die Wichtigkeit von an sich völlig veralteten Material. Der Leopard 1 ist ohne jeden Zweifel ein völlig veralteter Panzer. Von der Doktrin her, von der Konstruktionsweise her, homogener Stahl mit sehr dün verhältnismäßig dünner Panzerung, so dass selbst moderne Maschinenkanonen ihm schon ernsthaft von frontal eine Gefahr werden können. Zwar hat er ein Wärmebildgerät, aber im Prinzip ist er in, in jeder Hinsicht wirklich, ist er ein veraltetes Fahrzeug, aber dennoch eben von großem Nutzen. Denn wenn es hier ein Treffer durch eine Panzerabwehrrakete war und anschließend Artillerietreffer, je nach eingesetzten Waffen, schalten die einen hochmodernen Panzer ganz genauso aus wie einen alten. Nun so ein Hinweis, warum man das Auftreten von veraltetem Material nicht pauschal herab äh, kleinreden sollte, sowohl auf der ukrainischen wie auf der russischen Seite. Das Ganze gilt natürlich in gleichem Maße für die Ukrainer. Für die Russen sind die Leopard I eine großartige Verstärkung. Mindestens 180 sind ihnen schon versprochen worden. Es werden sicherlich am Ende über 200 werden und die Russen natürlich mit ihrem T62 so in etwa auf einem ähnlichen Niveau, gerade wenn der auch Wärmebildgerät erhalten hat. In beiden Fällen keinen adäquater Schutz für moderne Gefechte, aber wenn es natürlich nur darum geht, aus mehreren Kilometern Entfernung eine Stellung zu beschießen, dann tun die ihre Pflicht ganz genauso wie irgendwas Hochmodernes, denn wir dürfen nicht vergessen, natürlich völlig veraltet, aber der Großteil der Verluste und wirklich die überwältigende Anzahl der Verluste von Kampfpanzern auf beiden Seiten, entsteht nicht durch das Duell gegen andere Kampfpanzer, sondern durch Minen, durch Artillerie und durch Panzerabwehrraketen. Und es gibt hochmoderne Panzerabwehrraketen auf beiden Seiten, die frontal alles durchschlagen können, was der Gegner Potenzial haben kann. Also einen absoluten Schutz, irgendwie eine Panzerung würde, in, wenn entsprechend die modernen Raketen zum Einsatz kommen, kein bisschen helfen. Das war es soweit hier. Von der Front nördlich des Donetsk, Wir wechseln südlich davon und da haben wir zahlreiche russische Angriffe gemeldet. Dutzende Angriffe wirklich um Bachmut herum. Hier ist klar, die Russen haben hier jetzt klar die Initiative übernommen. Auch hier im Norden in Richtung Bodanivka und sie haben bei Chomove. Spürbaren Erfolg gehabt. Das habe ich von ukrainischer Seite jetzt bestätigt bekommen. In etwa so diese Linie hier müsste jetzt in russischen Händen sein. Romove ist also fast komplett in, in russische Hände gefallen. Hier so am Rand dieses dieses Gebiet ist wahrscheinlich noch nicht besetzt von den Russen, aber vermutlich alles östlich dieser Straße so in etwa in der Linie hier hoch ist jetzt in russischen Händen nach diesen neuen Angriffen. Dazu gab es ähm, weitere Angriffe im Süden natürlich in Richtung Ivanivske, also hier aus der Stadt heraus, in Richtung Klishivka und in Richtung Andrivka. Nirgends dort kann ich russische Erfolge dokumentieren. Es gab auch ukrainische Angriffe bei Klishivka, aber hier kann ich ebenfalls keinerlei Erfolge dokumentieren. Weiter südlich haben wir in der Nähe von Horlivka, greifen sowohl Russen wie auch Ukraine an. Also vermutlich alles in diesem Bereich hier, wo die Ukraine ja kürzlich mal einen Geländegewinn erzielt haben. In beiden Fällen kann ich keinerlei Erfolge dokumentieren. Gehen wir gleich weiter zu, zu Avdivka. Hier haben wir zahlreiche weitere Angriffe von den Russen. Die Russen greifen im Norden her an. Ich kann keine frischen Erfolge dokumentieren. Sie greifen hier südlich von Wesela an. Die russische Seite behauptet, sie seien hier erfolgreich gewesen, also in kleineren Vorstößen, so 300-400 Meter. Ich kann das noch nicht unabhängig noch nicht unabhängig bestätigen. Genauso behaupten sie, dass sie bei Kruta Balka erfolgreich waren. Auch hier kann ich nichts bislang dokumentieren, dass sie erfolgreich gewesen wären. Die Ukrainer haben ihrerseits erneut einen Gegenangriff bei Stepove durchgeführt. Zum jetzigen Zeitpunkt scheint sicher zu sein, dass die Russen nicht in Stepove drin sind, aber wahrscheinlich nicht sehr weit davon entfernt hier in diesen Baumreihen und definitiv wohl auch noch westlich der Eisenbahnlinie sind sie weiterhin. Dazu gibt es noch Erklärungen, die Russen hätten das Kokswerk wieder angegriffen. Ich kann hier eigentlich nichts dazu finden, dass dies zu irgendeinem Erfolg geführt hat. Also in diesem Bereich weiter kann ich keine Erfolge dokumentieren. Behauptungen gibt es immer wieder, aber wie gesagt, dokumentieren kann ich nichts. Allerdings waren die Russen hier bei Severne erfolgreich. Wenn ich es richtig gesehen habe, müssten sie in der Baumreihe sich vorgeschoben haben und hier ebenfalls in der etwas. Also im Süden von Afdivka waren sie geringfügig sehr wohl erfolgreich. Ansonsten Angriffe bei Marinka und Nowomichailivka erfolglos. Die Ukrainer haben ihrerseits von Heorivka, Heorivka wahrscheinlich angegriffen, wie dem auch sei. Wenn ich es richtig verstehe, müsste das nördlich dieses Gewässers gewesen sein. Also in diese Richtung hier keine Erfolge bei diesem Angriff von Seiten der Ukrainer. Bei der Oblastgrenze gibt es weiter russische Angriffe. Auch hier haben die Russen die Initiative übernommen. Sie drücken vor allem von Westen in Richtung Staromajorske. Nur zur Erinnerung: hier ist ein Höhenzug. Wenn sie den kontrollieren, können sie natürlich auf Staromajorske hier in das Flusstal hinunterschauen und können damit dann eine Evakuierung von Staromajorske erzwingen. Sie es gibt wieder russische Millblocker, die behaupten, sie hätten den Ortsrand von Staromajorska erreicht. Sehen tue ich diesbezüglich nichts. Bei den etwas seriöseren russischen Millblockern sehe ich ebenfalls keine Behauptung dieser Art. Also ich kann keine frischen russischen Erfolge hier im Besonderen hier entlang der beiden Wald. Linien, Baumreihen, kann ich keine neuen russischen Erfolge dokumentieren. Vermutlich hat sich also auch hier die Front nicht weiter bewegt. Wenn wir weiter westlich gehen, südlich von Odechev, haben die ukrainische Erklärung, sie seien in Richtung Kopani erfolgreich gewesen. Ich kann nichts aktuell frisch dokumentieren, aber hier ist ein bisschen das Problem, dass es theoretisch das jetzt ein Erfolg sein kann, der gemeldet wurde, der vorher schon mal zwei Tage vorher dokumentiert wurde. Denn Sie werden sich erinnern, wir hatten hier westlich von Robotine etwas erfolg kürzlich dokumentiert. Riba übrigens, die großen russischen Militärblogger ziehen die Grenze der russischen Kontrolle in etwa hier. Also sie ziehen die doch den einen oder anderen 100 Meter weiter westlich in Richtung Kopani. In, weiter in Rech, Richtung Kopani. Von daher ist es möglich, dass die Ukrainer hier erfolgreich waren. Ganz abschließend kann ich es noch nicht sagen, aber auch hier ist keine wirklich fundamentale Veränderung, keine bedeutende Veränderung zu dokumentieren. Wenn wir zum Nipro weitergehen, dort gehen die Kämpfe um Krinki vor allem weiter. Es werden auch russische, die Russen melden auch Angriffe in Richtung Poima und Petepne. Pete auch hier nichts Neues. Was wir interessant haben, ist, dass einer der großen russischen Mailblogger sagt, die Ukrainer hätten im Wald bei Krinki angegriffen und sagen, so wörtlich teilweise erfolgreich gewesen. Also demnach müssten sie in diese Richtung etwas vorangerückt sein. Und der kleine Vierbeiner macht gerade Lärm mit der Katzenklappe. Tja, gut, deswegen bin ich ein bisschen abgelenkt. Ich habe bitte diesbezüglich um Entschuldigung. Die Milblogger sprechen gleichzeitig, die russischen Milblogger, dass hier am Dnipro erhebliche russische Verstärkung ankommt. Sie betonen, dass es das unterschiedliche zusammengewürfelte Einheiten seid. Also das spricht nicht dafür, dass die Russen eine große Reserve dafür übrig haben, sondern dass sie wirklich alles zusammenkratzen, was sie zusammenbekommen können. Denn es wird, wie gesagt, von russischer Seite betont, wie heterogen die Einheiten vor Ort seien. Und das spricht eben nicht dafür, dass man irgendwo eine signifikante Reserve hatte, die man einfach geschlossen dorthin verlegen konnte. Aber trotz dieser heterogenen Verstärkungen wird erwartet, dass die Russen zeitnah versuchen werden, also von russisch Seite. Wohlgemerkt, es sind russische mail die schreiben, dass sie erwarten, dass ihre Truppen zeitnah versuchen werden, die ukrainischen Brückenköpfe einzudrücken. Das wäre also jetzt dann die, das, was man eigentlich seit einer Zeit debattiert hat, ob es wie lange die Russen zuschauen werden, dass sie hier Brückenköpfe haben, wann sie ernsthaft versuchen werden, diese einzudrücken. Das heißt, hier wird in naher Zukunft die, Russ die ukrainische Artillerie und vor allem die ukrainischen Drohnenpiloten werden hier gefordert sein und Schwerstarbeit verrichten müssen, um diese Angriffe abzuwehren. Denn zumindest, wenn wir den russischen Milbloggern glauben wollen, wurden die Kräfte zusammengezogen, um diese Brückenköpfe anzugreifen ernsthaft. Das heißt natürlich nicht, dass es gelingen wird oder irgendwas, aber zumindest glauben die, dass ein Angriff auf die Brückenköpfe ernsthaft Vorsteht. Dann haben wir hier von H.I. Sutton, der hat sich die Satellitenbilder angeschaut. Ich kann da nichts erkennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber laut ihm sind durch den Sturm, äh, sieht es so aus, als ob die, die Käfige für die Delfine im Hafen von Sevastopol weg seien. Er schließt daraus, dass sie möglicherweise befreit wurden. Die Delfine. Möglich ist natürlich, dass die Russen sie rechtzeitig geborgen haben und in Sicherheit gebracht haben. Wir haben im letzten Lagerbericht darüber gesprochen, dass das wirklich epochale Wellen waren, die auf, der, auf, der, auf dem Schwarzen Meer waren. Ich habe irgendwo gelesen, es sei der schwerste Sturm seit 100 Jahren. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber es ging hier wirklich von, war die Rede von zwischen 8 und 10 Meter hohen Wellen und dementsprechend seien die Käfige mit den Delfinen aufgebrochen. Nur zur Erinnerung, Russland hat, wie übrigens einige andere Nationen, äh, Meeressäuger als, als ausgebildet. Teilweise werden die genutzt, um Minen zu identifizieren, teilweise, also Seeminen. teilweise werden die genutzt, um an den Seeminen Sprengladung zu platzieren. Es gibt aber auch beispielsweise Delfine werden teilweise trainiert, um Kampftaucher anzugreifen. Und zu verletzen bzw. zu töten. Also die sind eine durchaus ernstzunehmende Waffe, vielleicht so vergleichbar mit den klassischen K-9 Einheiten, also den, den Hund, Hundeführern, die ja ebenfalls zum Aufspüren von Sprengstoffen genutzt werden, aber durchaus auch gerade im Orts- und Häuserkampf Kampf, werden die durchaus auch mal genutzt, um eben feindliche Soldaten anzugreifen in dieser Art und Weise. Und so werden die Delfine genutzt. Und zumindest laut H.I. Sutton, ein renommierter Marineexperte, ist nicht unwahrscheinlich, dass die Käfige gebrochen sind. Und die Delfine entsprechend entkommen sind. Denkbar ist allerdings auch, dass sie endrechtzeitig entnommen wurden und in Sicherheit gebracht wurden. Denn zumindest wenn ich nicht komplett fehlinformiert bin, kann Delfin mit entsprechender Befeuchtung durchaus die eine oder andere Zeit in trockenen, also außerhalb des Wassers, verbringen, solange man dafür sorgt, dass seine Haut nicht zu trocken wird. Und das kann man ja theoretisch, indem man ihn permanent mit Wasser berieselt. Wie dem auch sei, also hier auch eine interessante Entwicklung. Und dann haben wir noch was hier, russische Millblogger, die, die zwei Majores die, die schreiben, das äh, sprechen davon, da geht gerade auch ein Video um, wo russische Soldaten sich beschweren wie wie bescheiden ihre Lage auf den Inseln eben Dnipro sei, dass sie eben hier nach wie vor Positionen hier in, auf den Inseln hätten und die Erklärung dabei sei, dass die zur Strafe dorthin geschickt wurden und zwar mobilisierte, das, schließt, das ist aus dem Zusammenhang zu sehen, weil die Vertragssoldaten am Ufer bleiben. Das heißt, irgendwelche russischen Militärführer entscheiden sich, dass es aus ihrer Sicht sinnvoll ist, ihre eigenen Mobilisierten auf die Inseln zu schicken zur Bestrafung, wo sie schlechtes Cassiewerk haben, also wo die eigenen Verwundeten kaum oder nicht evakuiert werden können, wo die Unterstützung durch die eigene Artillerie nicht funktioniert, wo sie ständig von Überschwemmung bedroht sind. Sie werden dort zum Sterben hingeschickt, sagt einer der Soldaten in dem Video. Ob das eine richtige Umgehensweise mit doch auch bei den Russen beschränkter Mannstärke ist, ist vielleicht eine andere Frage, die Sie sich selbst beantworten können. Da muss ich Ihnen nicht vorangreifen. Dann erinnern Sie sich, wir haben mal wieder, wir erinnern, wir haben mal wieder was vom Kernkraftwerk. Sie werden sich daran erinnern, dass gerade die Freunde von der anderen Feldpostnummer die ganze Zeit erklärt haben, die Ukrainer würden das Kernkraftwerk beschießen. Wir hatten von den Ukrainern Drohnenaufnahmen gesehen, dass die Russen tatsächlich auf dem Gelände des Kernkraftwerkes zumindest zeitweise militär stationiert hatten. Und zwar nicht nur ein paar Wachen, um das zu bewachen, sondern es gab mindestens eine Aufnahme von einem Mehrfachraketenwerfer bei einem der Abklingbecken. Und nun hat die Internationale Atomenergiebehörde. Die versucht hat hier Neutralität zu wahren, soweit wie möglich. Die hat gesagt, außerdem hier in einem Bericht, den sie veröffentlicht hat, Update 197, da hat sie gesagt, die Experten waren auf dem Kernkraftwerk, als wäre mehrere ähm, Raketen aus der Nähe des Kernkraftwerkes abgeschossen wurden. Die, die der Ton war ganz charakteristisch für einen Mehrfachraketenwerfer und wenn Sie auf dem Kernkraftwerksgelände sind und hören diese, die Abschussgeräusche sind natürlich nicht kilometerweit, dutzende Kilometer weit zu hören. Das heißt, hier war entweder der Mehrfachraketenwerfer auf dem Gelände des Kernkraftwerkes oder in unmittelbarer Nähe und beides ist selbstverständlich ein Kriegsverbrechen. Das Kernkraftwerk darf durch Soldaten bewacht werden um, was weiß ich, Sabotage zu verhindern oder sowas. Aber was nicht getan werden darf, ist dies militärisch zu nutzen, erst recht nicht als Abschussbasis, denn logischerweise stehen die Ukrainer in einem solchen Fall vor der Wahl, entweder sich beschießen zu lassen, ohne zurückzuschießen, oder aber zurückzuschießen und dabei das Kernkraftwerk zu beschädigen, wenn die Granaten nicht absolut präzise treffen. Und das ist also eine sehr, sehr schwierige Situation. Und hier hat es jetzt die IAEO de facto. Anders kann man es nicht sagen, sie hat es bestätigt, dass die Russen von dem Gelände aus mit Artillerie in Richtung Ukraine schießen. Dann haben wir eine Nachricht, haben wir Nachrichten zur Sabotage und die sind ein bisschen interessant, nämlich die Frau von Kirilo Budanov, das ist der Chef des GUR, des ukrainischen Militärgeheimdienstes, seine Ehefrau, wie auch zahlreiche andere GUR-Mitarbeiter, sind vergiftet worden. Mariana Budanova werde gerade medizinisch behandelt. Ich habe nichts davon gelesen, dass sie in Lebensgefahr ist. Also ich gehe davon aus, dass dies unproblematisch sei. Jetzt kann es natürlich sein, dass hier irgendwas falsch interpretiert wird und das war einfach nur Salmonellen oder irgend sowas. Sie haben was Falsches gegessen und irgendeiner hat was Vergammeltes in der Kantine benutzt. Aber die, der Umstand, dass es seine Frau ist, sowie andere GUR Mitarbeiter, klingt doch sehr nach einem gezielten, nach einer gezielten Vergiftung. Und passend dazu gibt es einen Artikel in in, um, the Times vom 27. Wonach Putin, wonach die russischen Schläferzellen in der Ukraine auch unter anderem beim SBU, also beim ukrainischen Geheimdienst, nun aktiviert worden sein, um Chaos zu stiften, sodass zumindest nahelege, dass wenn die einen, wenn entsprechend Schläferzellen im GUR gewesen wären, dass die vielleicht das Essen vergiftet hätten. Hier übrigens erst wollte ich diese Meldung nicht zu sehr ernst nehmen, weil dort auch darauf betont wird, dass diese es seien, die die Gerüchte verbreiten würden, dass sich Zelensky und Saluschny streiten würden, dass es Probleme zwischen beiden ginge. Und das war mir ein bisschen eine zu einfach. Erklärung so im, Sinn, im Sinne von nie alles ist bestens und der Russe hat Schuld, dass es zwischen der militärischen und der politischen Führung mit Unterstreitigkeiten gibt, ist eigentlich normal. Ich habe hier oft in der Vergangenheit mich darauf eingegangen, dass es völlig normal ist, dass die Ziele zwischen militärischer und politischer Führung nicht übereinstimmen, weil der eine eben weil beide sozusagen ihren eigenen Aufgabenbereich haben, über eigenes nachdenken müssen. Für Saluschny als Militär muss die Schlagkraft der ukrainischen Streitkräfte gewahrt bleiben, maximiert werden etc. Aber Zelensky als Politiker muss darüber denken, dass es eben eine Katastrophe ist, wenn eine bestimmte Ortschaft zu schnell verloren geht oder irgendwas in der Art. Und so zum Beispiel bei Bachmut war ja die große Debatte, dass dort angeblich. Saluschny sich zurückziehen wollte und Zelensky gesagt habe, nein, wir müssen weiter und um Bachmut kämpfen, das ist jetzt wichtig, dass wir vor Ort bleiben. Dass es also zu Zerwürfnissen zwischen beiden kommt, sollte niemanden verwundern dass die auch mal ein bisschen unangenehmer werden mehr als nur ich stimme dir nicht ganz zu ist auch klar gerade nachdem Salushn ja sein Interview dort und mit den Essays veröffentlicht hat, die ich so interpretiert habe, dass er de facto zugegeben hat, dass die gegenoffensive gescheitert sei, sollte also wenig überraschen und dass man das einfach auf die Russen schiebt schien mir ein bisschen Sinn ein bisschen einfache Lösung zu sein. Wenn wir aber gleichzeitig hören, dass beim GUR, erhebliche Vergiftungsfälle gibt, dann besteht vielleicht doch ein Zusammenhang in dieser Hinsicht. Wie dem auch sei, das ist nur meine, meine zwei unabhängig voneinander verbreiteten Nachrichten, die in, in sehr nah beieinander veröffentlicht wurden, sodass es naheliegen würde, dass die vielleicht miteinander zu tun haben könnten. Heißen tut es aber nichts. Dann haben wir eine sehr spannende Geschichte von den Sturm-Z-Einheiten aus Russland. Und zwar hat, ist hier ein Medium, und die haben, da hat eine Mutter mit ihrem Sohn gesprochen, und der Sohn ist Strafgefangener, also ist ein Krimineller, der zu, zu lagerhaft verurteilt wurde, und der hat sich aus dieser befreit, indem er zu der Sturm-Z-Einheit gegangen ist. Und das Interessante dabei ist, dass er sich wohl weitestgehend oder komplett vor den Gefechten drücken konnte. Denn die Sturm-Z-Einheiten werden nicht nur aus dem Gefängnis rekrutiert und bekommen nicht nur anschließend eine Begnadigung angeboten. Sie halten auch Sold. Und hier haben wir wohl eine sehr schlaue Sturm-Z-Einheit gefunden, wo sich die Sträflinge zusammengetan haben und gesagt haben, wenn wir unseren Offizieren unseren ganzen Sold geben, dann töten die uns nicht. Dann, dann, dann haben die einen Grund, dass wir am Leben bleiben, eine Motivation. Und so sei teilweise seien auch äh, Verwundungen gefälscht worden, um die Prämien dafür zu erhalten. Aber vor allem haben sie ihren Sold übergeben. Und da ist die Rede, ist ja von 2.000 bis 3.000 Dollar im Monat umgerechnet. Oder sagen wir mal 2.000 Euro. Wenn wir jetzt uns jetzt vorstellen, dass eine Einheit 300 Mann hat, da kommt ein bisschen Geld zusammen. Ähm, wenn die, das, wenn die das übergeben und sind ein halbes Jahr, dann reden wir von mehreren Millionen, die an den entsprechenden Offizier fließen. Und genau das wird hier gesagt. Also scheinen sich hier ein paar Sträflinge. Einen sehr eleganten Wege aus dem Gefängnis geholt zu haben, denn das Geld haben sie ja nicht selbst verdient. Das bekommen sie dafür, dass sie in Uniform sind und wenn sie es schaffen, dass sie sich währenddessen dem Kriegsdienst entziehen, indem sie eben ihren Offizier bestechen, ihren General bestechen. Also da ist die Rede, je höher der General, desto mehr kostet er. Aber wenn man die besticht und hat, sagen wir mal, zwölf Jahre Haft vor sich und auf diese Art und Weise gibt man das Geld, was man bekommen sollte, einfach direkt an die. An, den, an die Regierung weiter, an die Offiziere weiter, dann ist man nach einem halben Jahr trotzdem begnadigt. Also fand ich eine sehr, sehr innovative Geschichte der Sturm-Z-Leute dafür zu sorgen, dass sie nicht an der Front verheizt werden, denn das ist natürlich die andere Geschichte, wenn wir hier von dem Osten der Ukraine lesen, sei es bei Avdivka, sei es hier in, in ähm, in Luhansk wird normalerweise immer gesprochen davon, dass Sturm Z dort in groß und großer, prominenter Art und Weise eingesetzt wird und die eben teilweise wirklich horrende Verluste erleiden, weil von Seiten der Offiziere die eben als Kanonenfutter gesehen werden. Auf diese Art und Weise haben wohl ein paar die schlaue Idee gehabt, dies zu ver, verhindern. Dann haben wir hier eine, eine, einen interessanten Artikel aus der Berliner Zeitung. Und zwar, der ging wegen der Schlagzeile herum. Auch wieder Zelenskis Parteifreund im Interview, Boris Johnson sagte, Ukrainer, sie sollten weiterkämpfen. Sie haben die Geschichte wieder und wieder schon gehört, dass Boris Johnson, der mächtige Boris Johnson, die Entscheidungsgewalt hat, ob die Ukraine den Krieg kämpfen will oder nicht. So mächtig hätte ich ihn jetzt nicht gehalten, aber bei den pro-russisch eingestellten Menschen ist dies ein valides Argument und hier der Artikel selbst, der zwar auf diese Art und Weise titelt und ähm, schreibt im, im Text ein klein wenig was anderes, wenn man nämlich weiterliest. Die Ukrainska Pravda berichtet, dass laut Arachmia die Ukraine den Friedensvertrag, Friedensvorschlag nicht zugestimmt hätte, weil die ukrainische Seite kein Vertrauen in die Russen gehabt hätte. Es geht um eine Neutralisierung, das heißt, dass man keine Unterstützung von außen bekommt. Um die zu akzeptieren, muss man glauben, dass der, dem gegenüber man sie Akzeptiert, dass der sie auch einerseits achtet. Und dann erinnern wir uns natürlich ans Budapester Abkommen, ans Budapester Memorandum, wo die Ukraine ihre Kernwaffen an Russland übergeben hat und dafür hat Russland die territoriale Integrität der Ukraine anerkannt, inklusive Krim, inklusive Ostukraine und Russland hat dies bekanntermaßen nicht gewürdigt. Und hier wird eben, das ist, glaube ich, der Fraktionsvorsitzende der Partei, hier steht es irgendwo, dass der Fraktionsvorsitzender, genau. Der habe gesagt, hier, wir hatten kein Vertrauen. Wir haben einfach nicht geglaubt, dass die sich daran halten würden. Und dann wird noch besprochen, dass der Weg in die NATO war ja in der Verfassung. Das heißt, man hätte die Verfassung ändern müssen. Und dann als wir, und dann ist auch wieder wichtig, als wir aus Istanbul zurückkamen, kam Boris Johnson nach Kiew und sagte, dass wir überhaupt nichts unterschreiben und einfach kämpfen sollten. Und jetzt wieder weiter. Arachmir bestritt jedoch, bestritt jedoch. Dass die ukrainische Delegation zur Unterzeichnung des Dokuments bereit gewesen wäre. Und ich bekomme natürlich schon wieder einen Anruf. So. Ähm, dass die dazu bereit gewesen wäre, denn. Die ähm, Entschuldigung, mich etwas abgelenkt, dass die ukrainische Delegation zur Unterzeichnung des Dokuments bereit gewesen wäre oder dass Johnson Kiew zur Nichtunterzeichnung gedrängt hätte. Auf gut Deutsch, was wir hören, Boris Johnson hat das verhindert. Sie alle haben das längst gehört. Das wird gerne weiter verbreitet. Sagt jemand, der vor Ort war, sagt, das ist halt. Der, der bequeme Part herausgenommen, die Ukraine hat den Russen nicht getraut. Sie dachten, die halten sich eh nicht dran. Sie haben geglaubt, dass das nichts wird. Sie waren nicht bereit zu unterschreiben. Und in dieser Situation sind sie nach Kiew gekommen. Zu dem Zeitpunkt war Butcher dann übrigens schon entdeckt und daraufhin haben sie dann ähm, daraufhin haben sie dann den, den Vertrag nicht unterzeichnet, weil auch Boris Johnson sie damit ermutigt hat. Aber es ist keineswegs so, dass der damalige britische Premier es verhindert habe, dass es zu, einem, zu einer Unterzeichnung eines Friedensvertrags kommen würde. Dann haben wir ähm, eine interessante Aussage von dem russischen Außenminister Lavrov. Und zwar sagt der, es sei das Interesse des Westens, den Krieg in der Ukraine einzufrieren. Es sei Interesse des Westens, denn auf diese Art und Weise könnte man die Ukraine wieder bewaffnen. Jetzt habe ich hier auf dem Kanal ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, dass Russland davon profitieren würde, weil die Unterstützung der Ukraine ja immer zweifelhaft ist, wie lange die noch anhält, trotz aller Gespräche. Wir haben gerade, hat zum Beispiel Ben Hodges gesagt, dass die NATO selbst mit einer, in einer derartigen Kräftesituation wie die Ukraine niemals angegriffen hätte. Man hat der Ukraine nicht im Ansatz das zur Verfügung gestellt, was man ihr zur Verfügung hätte stellen können. Und dass im Rahmen dessen natürlich, wenn ein möglicher Regierungswechsel, zum Beispiel in den USA bevorsteht, dort vielleicht Donald Trump das Präsidentenamt wieder übernimmt, dass es also an sich die Zeit für die Russen laufen sollte, ist naheliegend. Daher war das für mich völlig widersprechend, war das völlig unlogisch. Ich habe dann gesehen, mehrere prominente Millblogger stimmen dem allerdings zu, stimmen. Lavrov zu und sagen, die Ukraine würde sich damit reorganisieren und wieder bewaffnen können. So weit, so gut. Interessant ist allerdings ein anderer Punkt, der genannt wurde, und zwar ein Containment Russlands sei damit ebenfalls erreicht. Also Russland sozusagen einzuschrecken. Und in der Tat muss ich sagen, dass zumindest dieser Punkt eine gewisse Logik in sich hat. Denn wenn wir davon ausgehen, dass der Westen die Ukraine nicht aufgibt, im falle, eines, im falle eines eingefrorenen konfliktes sondern finanziell wie auch materiell weiter unterstützt so dass die ukraine bei einer mobilisierung bleiben kann. wir dürfen ja nicht vergessen jeder dieser soldaten kostet bares geld das heißt er zieht aus der staatskasse statt dass er Wirtschafts wirtschaftswachstum erzeugt statt dass er in der fabrik arbeitet und steuern bezahlt. also jeder einzelne soldat ist richtig richtig viel verbranntes geld für jeden staaten für jeden Staat und dass die Ukraine aus eigener Kraft eine Million Mann dauerhaft unter Waffen halten kann, ist natürlich absurd. Wenn der Westen es eigentlich bezahlt, dann ist es durchaus möglich. Und wenn wir es aus diesem Gesichtspunkt betrachten, dann würde tatsächlich ein einführen des Konfliktes, könnte man argumentieren, dass er den Ukra dass er dem Westen nutzen würde. Denn aus dieser Perspektive wäre der Fall, dass die Russen einen unfertigen Konflikt hätten, der aber dieses Mal nicht gegen einen harmlosen Staat wie Georgien oder Moldawien wäre. In diesem Fall stünde auf der anderen Seite ein ein Million Mann starkes Heer, was zumindest teilweise mit modernen Waffen ausgerüstet ist, was in der Zwischenzeit seine Munitionsverräter aufbauen kann, was in der Zwischenzeit seine Rüstungsproduktion, seine Waffenproduktion anfahren kann, mit der Ausbildung fortführen kann und damit haben die Russen eine offene Rechnung an diesem Punkt. Und solange diese Rechnung nicht geschlossen ist, wissen wir eigentlich, kann sich Russland keine weitere Aggression leisten. Die Erwartung von vielen Beobachtern, zumindest von vielen pessimistischen Beobachtern, ist, dass Russland in dem Moment, wo es mit der Ukraine fertig ist, sich das nächste Ziel vornimmt. Zumindest nach einer kurzen Erholungspause. Also dass die Ukraine definitiv nicht das letzte Aggressionsopfer der Russen wäre. In diesem Fall geht es schlicht nicht. Denn wenn wir uns vorstellen, er würde, was weiß ich, Putin würde anschließend in Kasachstan einfallen wollen, um dort die Russen zu befreien. Denn dort gibt es ja ebenfalls eine russischsprachige Bevölkerung, wo es ebenfalls schon wieder mal aus dem Umfeld von Russland entsprechende Aussagen gab. In einem solchen Fall könnte die Ukraine natürlich die Ablenkung der russischen Streitkräfte nutzen und ihrerseits zur Offensive übergehen. Das ist bei Georgien unrealistisch, dass die Georgier jetzt Abchasien und Südossetien erobern, weil vielleicht, selbst wenn sie es schaffen, kommen die Russen anschließend wieder und besetzen den Rest der georgischen Republik. Aber mit der Ukraine wäre es natürlich anders. Also hier könnte tatsächlich ein, aus dieser Perspektive fand ich es hochinteressant, dass wenn wir betrachten, dass der Westen Russland langfristig ausschalten will, kann ihn entweder besiegen oder beschäftigen. Und das wäre in der Tat eine Möglichkeit, wenn man glaubt, dass die Ukrainer da mitmachen und wenn man die Ukrainer damit bezahlt, wie Russland längerfristig davon abgehalten würde, weitere Aggressionen durchzuführen, schlicht und ergreifend, weil die Ukrainer mit einer ausgerüsteten Armee, die groß ist, eine ernste Bedrohung in ihrer Flanke wären, die sie vor Ort bindet, ohne wenn und aber. Dann haben die Russen ja bekanntermaßen wieder mal sich in hybrider Kriegsführung bemüht. Wir haben darüber gesprochen im letzten Lagebericht, dass, oder letzter oder vorletzter, dass die Russen illegale Migranten über die Grenze geschickt haben. Und hier haben wir den Checker-OGPU-Kanal, den ich schon öfter zitiert habe, der ja aus, aus, äh, verbunden ist mit Insiderquellen in, in den russischen Geheimdiensten. Also ein pro-russischer Kanal. Und der sagt, sie haben die, die zusammengesammelt illegale Migranten aus der Nahen Osten-Region. Und wollten die den Finnen über die Grenze treiben, damit die Finnen, damit es zu einer neuen EU-Krise führt, so wie es mit äh, Weißrussland und Polen ja schon einen Versuch gab. Die Finnen haben allerdings so schnell darauf reagiert, dass die Russen auf einem Riesenbatzen illegaler Migranten gesessen, sitzen geblieben sind und sie, sie äh, kommentieren hier relativ trocken. Nun müssen die migrantischen Sturmtruppen in Russland angesiedelt werden und auf den Straßen Moskaus kann man nun unerwartete Straßenfeger finden. Das heißt, die Russen haben illegale Migranten zusammengesammelt, um sie in die EU zu schicken und die Finden haben ratzfatz die Grenze geschlossen. Jetzt sitzen die Russen auf den illegalen Migranten. Das, was, was Amüsement auslösen mag, weil der russische Plan so gescheitert ist, ist natürlich die Tragik dabei, dass es sich hier um Menschenleben geht, um Menschenleben handelt, die auf diese Art und Weise jetzt zu einem Spielball der, der Mächte werden. Aber zumindest dieser russische Plan, Plan scheint nicht im Ansatz aufgegangen zu sein und das wird hier von der prorussischen Seite auch ähm, dokumentiert. Dann haben wir eine Nachricht aus dem Iran. Der Iran hat der Außenminister, glaube ich, was hat jetzt bestätigt, dass sie sukhoi 35-Kampfflugzeuge, Mi-28 Kampfhubschrauber und yak 130 Strahltrainer aus Russland kaufen und bekommen werden. Das ist für. das war die wahrscheinliche Bezahlung, als wir hier vor über einem Jahr das erste Mal über iranische Hilfe an Russland gesprochen haben, hatte ich damals schon gesagt, dass. Kampfflugzeuge das Offensichtlichste sind, was die Iraner benötigen. Sie haben inzwischen eine eigene Panzerproduktion aufgebaut und der Panzer ist wahrscheinlich nicht kompletter Schrott, den sie bauen. Sie haben rumgewerkelt und versucht, eigene Flugabwehrsysteme zu entwickeln. Wie gut die sind, ist schwer zu sagen. Aber was sie definitiv nicht hinbekommen haben, ist Kampfflugzeuge zu produzieren, die von akzeptabler Qualität sind. Sie haben so ein paar Nachbauten von F-5 durchgeführt, also den den Freedom Fighter, diese uralten Flugzeuge, die, wo die Letzten gerade aus den, den westlichen Streitkräften verschwinden. Ich glaube, die Schweiz hat immer noch eine Handvoll, die Türken dürften auch noch ein paar haben. Und, ähm, aber das ist ein, ein Flugzeug, was seinen Zenit schon lange überschritten hat. Dort haben die Iraner zwei oder drei Nachbauten. Durchgeführt, wo sie ein bisschen was dran rum geändert haben, aber zu mir haben, haben sie es mehr haben sie nicht hinbekommen. Auch die Triebwerke, die Königsdisziplin oder das, was eine wirkliche Flugbauernation ausmacht, ob sie, ob sie Triebwerke bauen kann, da haben sie es nur zu, zu ähm, Reverse Engineering, Nachbauten dieser Triebwerke gebracht. Daher war klar, dass die Iraner dringend moderne Kampfflugzeuge benötigen. Sie haben zuletzt MiG-29 1990 erhalten, zum Ende der Sowjetunion und dort auch nur Exportmodelle. Also die sind komplett. Veraltet. Und wir müssen uns natürlich anschauen, was auf der anderen Seite des Persischen Golfs sind. Da müssen wir noch gar nicht von den, von den Amerikanern reden. Wir reden davon, dass zum Beispiel F-15 und Eurofighter in Saudi-Arabien sind. Wir reden davon, dass die Vereinigten Arabischen Emirate F-35 erhalten sollten. Wir haben F-15, F-35, Eurofighter Rafal. Alles das vor Ort bei den unterschiedlichsten Nationen. Jedes dieser Flugzeuge ist den in, in iranischen haushoch hoch überlegen, sodass es naheliegend war, dass sie sich mit zuhol 35 eindecken. Mi 28er Kampfhubschrauber, da brauchen sie ebenfalls Neues. Auch da haben sie sich versucht, in Nachbauten von dem, was sie eben vorher äh, bekommen haben, noch zur Schadzeit. Aber wie man sich vorstellen kann, sind diese Kampfhubschrauber auch nicht von besonders hohem Nutzen. Also hier eine interessante Entwicklung. Die Frage wird natürlich sein, wie viele davon kann Russland überhaupt wann liefern? Denn die Russen erleiden spürbare Verluste. Und wir sehen zum Beispiel, wir sind hier mal vor drei Wochen oder so auf die kamov 52 verluste eingegangen, wo die Open Source, die Satellitenaufnahmen gezeigt haben, dass die Russen nach wie vor mindestens 25 bis 30 im Einsatz haben, also wohl spürbar nachproduziert haben, zumindest wenn wir die ursprünglichen Bestände. Uns äh, dem entgegenrechnen. Aber die Russen haben spürbare Verluste, mit, mit, äh, gerade auch bei ihren Kampfhubschraubern. Und hier wird spannend sein, wann denn das Lieferziel ist, diese zu liefern. Aber das ist dann zumindest ein Exporterfolg von der russischen Seite, denn zuletzt klappt es ja mit den Verkäufen nicht besonders gut. Wir haben gerade darüber gesprochen. Es müsste im letzten Lagebericht gewesen sein, dass, die, dass Usbekistan. Nun darüber nachdenkt, Rafal zu kaufen, das zumindest wird gerade verbreitet. Und hier habe ich mal ein Video gemacht, das über die russischen Rüstungsexporte angeht. Und ein Zitat daraus ist, dass Rüstungspolitik immer auch Außenpolitik ist. Also wäre das eine Wegbewegung auch von Usbekistan in dieser Hinsicht von Russland. Wie dem auch sei. Flugzeuge ist eigentlich noch nicht alles. Es geht gerade das Gerücht um. Ich stufe es noch als Gerücht ein. Ich habe noch nichts Seriöseres dazu gefunden, aber angeblich wird gerade zwischen Frankreich und der Ukraine darüber verhandelt, ob sechs Mirage 2000 den Ukrainern übergeben werden. Wir haben, ich glaube, im letzten, im letzten Livestream darüber gesprochen, dass die Mirage 2000 könnte man so grob mit der F-16 vergleichen. So in etwa die gleiche Generation und nicht direkt vergleichbar in den technischen Fertigkeiten, weil wir auch nicht wissen, welcher Rüstsatz geliefert wird. Also man kann den Mirage 2000 auch heute noch ziemlich konkurrenzfähig machen, aber dann muss man halt Radargeräte austauschen, Avionik austauschen und solche Dinge machen. Und dementsprechend ist natürlich auch die die F-16, die gerade vom Band läuft, die sind nicht vergleichbar mit irgendeiner, die in den 70er Jahren vom Band gelaufen ist. Und da wird es ganz erheblich darauf ankommen, von wann diese Mirage 2000 sind, die geliefert werden. Aber die Franzosen haben, von denen glaube ich immer noch welche in der Armee de l'air. Und die sollten gerade ersetzt werden durch Rafale. Und wenn sie keine mehr haben, dann sind die relativ frisch ersetzt worden. Also sollte da das eine oder andere Exemplar in französischen Depots stehen. Von daher könnte das an sich auch eine realistische Hoffnung geben, dass es mehr als sechs werden, wenn denn an diesem Gerücht etwas dran ist. Denn wie gesagt, ich habe das bislang nur aus Quellen gefunden, die mir nicht dafür bekannt sind, dass sie. Massive Insider sind und wo ich schon die eine oder andere etwas nicht ganz verifizierbare Nachricht gehört habe. Von daher mit der entsprechenden Vorsicht, vielleicht liefert Frankreich Mirage 2000. Das war es soweit schon mit dem Lagebericht für heute. Ähm, wenn Sie an der Stelle zuschauen, dann ähm wenn es Ihnen gefallen hat, freue ich mich natürlich über den Daumen hoch. Hinterlassen Sie einen Kommentar, wenn Sie es anschließend im Wort anschauen, was Sie von der Geschichte halten mit dem Einfrieren. Stimmen Sie Lavrov zu, dass es der Ukraine nutzen würde, den Konflikt einzufrieren? Oder wie sehen Sie es anders? Und wenn Sie neu hier sind, möchte ich Sie natürlich einladen, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu klicken, damit Sie künftige Videos nicht verpassen. Ich mache kurz meine Getränkepause und dann gehen wir zur Frage-Antwort-Runde über. So. An der Stelle mein Dankeschön an 5 Gerade. Hallo Runde, wieso haben die letzten Videos so wenig Aufrufe? Stehen die Abspielgeräte am Fenster oder was? Gucken Leute, ja auch du. Äh, danke 5 Gerade für die Unterstützung und letztendlich gilt der alte deutsche Spruch. Der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Fischer ich würde sehr gerne videos über andere themen machen aber die mehrzahl der zuschauer ist eben wegen des ukraine konflikts hier wegen des ukraine kriegs hier und nicht um zu erfahren dass venezuela gerade truppen an der grenze zu guyana massiert und angeblich brasilien seine einsatzbereitschaft der streitkräfte erhöht weil sie befürchten dass venezuela nach dem wochenende in Nachbarland einmarschiert und sie sind eben auch nicht hier, um zu sich darüber zu informieren, ob Äthiopien möglicherweise in Eritrea einmarschiert. Und letztendlich habe ich als als jemand, der den Kanal betreibt, nur die Wahl darauf zu reagieren oder es zu ignorieren. Und bedauerlicherweise ist der YouTube-Algorithmus einfach nicht besonders gnädig, wenn ich drei Videos mache über Nischenthemen. Themen, die die Masse nicht interessiert, dann glaubt YouTube, der Kanal ist richtig schlecht geworden und zeigt anschließend den Kanal weniger Leuten. Das heißt, sie haben jetzt mal eine Aussicht bekommen, was hier auf dem Kanal passieren wird, wenn der Ukraine-Krieg hoffentlich bald vorbei ist. Die Zugriffszahlen waren gar nicht mal so schlecht, aber halt viel zu schlecht verglichen mit dem Rest. Und ich würde mir erheblich ins eigene Fleisch schneiden, wenn ich mich so wie ich es eigentlich vorhatte, zwei solcher Videos pro Woche machen würde. Das heißt, der Fokus wird auf der Ukraine bleiben und bleiben müssen. Ich werde vielleicht ein Video zu einem anderen Thema pro Monat machen, aber der Fokus wird auf der Ukraine bleiben, weil die Mehrzahl dies zum jetzigen Zeitpunkt wünscht. Und das ist halt leider das Diktat des Algorithmus. In einer anderen Art und Weise kann ich es nicht machen. Und ähm, ja, ist die Realität. Laut einem Bericht der NATO von heute Abend hat Russland einen erheblichen Teil seiner Streitkräfte verloren. Geht der Plan also auf Russland zu einem militärischen Zwerg werden zu lassen? Das ist die große Frage desjenigen, was, wie man es interpretiert. Die russischen Streitkräfte sind unzweifelhaft oder, na, ja, eigentlich unzweifelhaft größer, als sie es im Dezember 21 waren. Durch Mobilmachung, durch Neurekrutierung. Wir haben wahrscheinlich mindestens 350. Offiziell müssten sie so auf 450.000 Rekruten kommen. Also das, was die Russen werden zum Jahresende, wird Medvedev wahrscheinlich 450.000 behaupten. Für mich wirkt diese Zahl glaubwürdig. Aber sagen wir, gehen wir mal davon aus, wie ich schon oft gesagt habe, dass sie wahrscheinlich nach oben korrigiert sind, diese Zahlen. Dann können wir davon ausgehen, dass die Russen 350.000 rekrutiert haben, alleine dieses Jahr. Und 300.000... Bis ich glaube, die Zahl, die am wahrscheinlichsten angenommen wird, ist 360.000 während der Mobilmachung. Das heißt, sie haben wahrscheinlich 600.000 bis 700.000 gerundet neue Soldaten hinzugewonnen seit Kriegsbeginn. Im gleichen Maße haben sie natürlich nicht. 700.000 verloren. Weder durch ablaufende Verträge vor der Mobilmachung, denn vor der Mobilmachung konnte man, ja, konnte der eigene Vertrag als Vertragssoldat noch ablaufen, seither nicht mehr. Aber vorher konnten Leute es noch schaffen, aus dem Militär entlassen zu werden und die Verlustraten waren sicherlich schlimm. Es ist äh, realistisch, dass die Russen sich den 200.000 Gefallenen annähern, sie vielleicht auch überschritten haben. Und wir können also ohne weiteres davon ausgehen, dass die Russen vielleicht 400 bis 550, vielleicht 600.000 Mann verloren haben, aber nicht jeder, jeder Verwundete kehrt nicht wieder zu den Einheiten zurück. Je nachdem, welche, welche Zahl man annimmt. Wie gesagt, die niedrigeren Schätzungen der russischen Verluste sind ja auch nur bei 130.000. Dann wären wir gerade mal bei 300.000 russischen Verlusten im Gesamtzahl. Dementsprechend wären sie also drei bis 400.000 Mann stärker. Also numerisch sind die russischen Streitkräfte heute größer, als sie es vorher waren. Ich denke, das kann man relativ unzweifelhaft bestätigen. Die dass sie mit Neuproduktion und mit Reaktivierung den Verlusten hinterherkommen, ist extrem unwahrscheinlich und die Realität an der Front bestätigt eigentlich, dass dies nicht der Fall ist. Also, wir haben eine Armee, die numerisch größer ist, die stärker ist, was die Zahl der Soldaten angeht, die an Kampferfahrung gewonnen hat, also theoretisch auch da stärker geworden ist. Aber was ihr Material angeht, hat sie einen Rückschritt gemacht, sowohl was die Zahl des Geräts angeht, als auch was seine Qualität angeht, denn ich, ich habe vorhin, habe ich Ihnen gesagt, dass ein, ein T-62 soll nicht klein geredet werden. Ich halte nichts davon, nur weil die Russen irgendwas einsetzen, was alt ist oder was improvisiert ist, dass man sich pauschal darüber lustig macht. Man sollte sich anschauen, schauen, welchen Sinn das ergibt. Wir haben auch auf ukrainischer Seite einige Improvisationen gesehen, auch teilweise vom Westen gelieferte Improvisationen, wie zum Beispiel dieses Flugabwehrsystem, was die Briten geliefert haben. Und wenn es funktioniert... Dann spricht in meinen Augen nichts dagegen. Aber dass ein Militär, was von T-72 als Hauptbewaffnung zunehmendem Maße zu einer älteren Generation rückwechselt, dass das materiell besser geworden ist, scheint doch ziemlich unwahrscheinlich zu sein. Also, ob die Russen stärker sind, wie es zum Beispiel Harald Kujat in diesem Interview gesagt hat, das ist sicherlich, der, der erlaubt sicherlich eine Interpretation, wie man es bewerten will. Numerisch zumindest können wir eindeutig für einen größeren Militär ausgehen. Ich denke mal, das kann, man, das kann man auf jeden Fall sagen, dass von seinen ursprünglichen Einheiten, und ich denke mal, das ist der Bericht, dass von den ursprünglich vorhandenen Einheiten, da ist natürlich die Mehrzahl verloren. Wir wissen ja, dass die Russen vorher, ich weiß nicht, ich glaube, 2600 Panzer im aktiven Betrieb gehabt haben. Inzwischen müssten sie über 2600 verloren haben. Das sind natürlich wieder schon Aktivierte mit dabei und so weiter, aber von dem Material und von den Soldaten, die am 24. Februar 2022 die Grenze überschritten haben, davon ist definitiv über 50 Prozent verloren. Ich glaube, da gibt es relativ wenig Zweifel. Dementsprechend stimmt es hier, ist eigentlich der Plan aufgegangen. Da kommen wir wieder, da wird dann die große Frage sein, was Produktionszahlen sind. Wenn der Westen seine Produktion nicht steigert und die russischen Propagandazahlen im Ansatz stimmen, dann kann Russland die Verluste ausgleichen, während beim Westen die Depots leerlaufen und aktuell ja noch nicht mal Anstrengungen unternommen werden, die Produktion zu steigern. Denn wie viele Leopard 1 wird man noch finden können? Wie viele Leopard 2 wird man noch finden können? Die Amerikaner haben noch viele Abrams, die wollen sie aber nicht rausrücken, so wie es aussieht. Also ist es, ist es gelungen, das ist eine Interpretationssache, dass, dass wenn man es anschaut, wirtschaftlich die Hälfte der russischen Armee zu vernichten, für diese Summe Geld ist sicherlich wirtschaftlich rentabel. Allerdings kann man es halt nicht eindimensional betrachten. Denn wenn man anschließend dann nichts mehr nachliefert und liefert, die Russen auf Kriegswirtschaft umstellen, die volkswirtschaftlichen Kosten dafür in Kauf nehmen. Die die, die die zivilen Folgen der Mobilmachung und einer Mobilisierung des Landes in Kauf nimmt und der Westen nicht gleichzieht und der Westen nicht sorgt dafür, dass sie gewinnen, dann sitzen die Russen am Schluss da mit heißlaufenden Fabriken, mit einem erheblich vergrößerten Militär, was seine Taktiken angepasst hat, was vielleicht dazugelernt hat und dann könnte der Plan auch nicht aufgehen. Also ich würde sagen, das Kapitel ist zu früh, um es als geschlossen zu betrachten. Das ist die alte Geschichte. Der Krieg ist noch lange nicht vorbei. Wenn er nicht eingefroren wird in absehbarer Zeit, dann würde ich langsam eine Wette darauf schließen, dass er mindestens bis 2025 dauert. Ich sehe nicht, wie der Krieg militärisch nächstes Jahr entschieden werden würde. Das halte ich für unrealistisch. Sofern nicht irgendwas Ex Außergewöhnliches passiert, dass, dass Zelensky weggeputscht wird und plötzlich kapituliert oder irgendwie irgendwas in dieser Art. Aber die, die, die ukrainische Front wird nicht in breiter Front einbrechen im Jahre 2024 und die Ukraine militärisch besiegt werden an der Front und gleichfalls auch nicht umgekehrt. Also der Krieg, ich gehe davon aus, dass er definitiv bis ins Jahr 2025 hinein fortdauern wird. Ähm. Hannes Kannes, WT. Ich bin sehr erfreut über die zukünftige Zusammenarbeit mit Marc Reicher. Das Birma-Video war meiner Meinung nach sehr gut. Weiter so. Danke, Hannes Kannes. Danke für die Unterstützung. Ja, mit Marc Reicher müssen wir schauen, was wir da machen. Wir schreiben uns ab und an, aber bislang sind die, die Zusammenarbeitspläne noch nicht wirklich weiter äh, vorangeschritten. Aber wie gesagt, das kann ja jederzeit noch passieren. Also, das ist nicht so, dass deswegen das ad acta gelegt würde oder sowas. Wir werden auf jeden Fall schon irgendwas machen. Aber wir sind beide halt sehr eingespannt. Das müssen wir also noch passend, passend dazu machen. Wird die NATO bei einer drohenden Niederlage der Ukraine doch eingreifen? Um Europa zu schützen müsste dies doch passieren. Nö, die NATO, wenn, wenn man die Ukraine verlieren lässt, und das ist meine feste Überzeugung, dass es ein Lassen ist. Denn die Ukraine muss noch lange nicht den Krieg verlieren und sie kann ihn eindeutig noch verlieren. Die Ukraine kann ohne weiteres zwei Millionen weitere Soldaten in Uniform stecken, ohne weiteres. Und der Westen hat 50 Prozent der weltweiten Industrieleistung, wenn man alle westlichen Staaten zusammennimmt. Jetzt mögen wir darüber debattieren, dass es nicht wahrscheinlich ist, dass Japan und Südkorea und Taiwan ihre Waffenfabriken für die Ukraine anschmeißen. Okay, dann ist es nicht 50 Prozent, sondern was weiß ich. 40 Prozent. Aber USA und EU haben zusammen, glaube ich, das 28-fache oder sowas der nominellen Wirtschaftsleistung Russlands. Wenn der Westen es will, dann kann er die Ukraine mit nicht nur die zwei Millionen zusätzlichen ukrainischen Soldaten mit Ausrüstung ausstatten, sondern er kann sie mit besserer Ausrüstung ausstatten als die Russen. Und sobald die Fabriken anlaufen und das Dafür ist Geld notwendig, was halt zur Verfügung gestellt werden muss, dann kann er sie auch schneller ausrüsten, als es die Russen können würden. Der Westen kann dafür sorgen, dass die Ukraine gewinnt. Dabei bleibe ich, aber er muss es halt tun. Das ist der entscheidende Punkt. Und wir sehen aktuell, ich sehe aktuell das nicht, dass der Westen dies ernsthaft in dem Maße anstrebt, wie ich es zumindest für nötig erachten würde. Ähm, wenn wir also kann, wird die, wird die NATO eingreifen, das kann ich mir nicht vorstellen. Weil die NATO. Wenn man, wenn man sich direkt involvieren will, dann würde es Sinn ergeben, zu, nicht zu warten, bis die Ukraine vor der Niederlage steht. Und wir müssen auch mal uns vorstellen, wie soll denn das funktionieren? Wenn, glauben Sie, die Bundesregierung wird den Einsatz der, der Bundeswehr in der Ukraine zustimmen? Das wäre ja die NATO, dass alle NATO-Staaten, inklusive Ungarn wohlgemerkt, was ja Teil der NATO ist, wo Viktor Orban sagt, die, die Ukraine wird den Krieg verlieren und anschließend müssen wir mit den Russen klarkommen. Die, die Ungarn werden ja keine Soldaten in die, in die Ukraine schicken. Das wird niemals passieren. Das heißt, ein NATO-Eingreifen wären schon wieder nur noch wenige einzelne NATO-Staaten. Und dann stellt sich die Frage, wer? Portugal wird keine Soldaten schicken. Warum sollte Portugal mitmachen und irgendwie sein, seine Söhne aus Madeira ins 5000 Kilometer entfernte Kiew schicken, um dort gegen Russen zu sterben? We wem trauen wir es denn zu? Und Baltikum und Polen wären vielleicht emotional dafür in der Lage, aber die brauchen ihre Soldaten selber, wenn die Ukraine vor einer Niederlage steht. Also ich sehe kein realistisches Szenario, wie die NATO eingreift. Da müssen wir noch gar nicht dazu übergehen, dass in einem solchen Fall mit den Russen möglicherweise der Boden aufgewischt würde und sie daher nuklear eskalieren könnten. Da müssen wir noch gar nicht hingehen. Wir müssen uns auch mal fragen, wer wäre denn überhaupt bereit? Denn es ist eine Geschichte. Waffen zu liefern, und das ist eine andere Geschichte, die eigenen Soldaten an die Front zu schicken, damit die sterben. Und im Westen sind es nun mal Demokratien. Und wer bekommt eine politische Mehrheit zusammen, ohne von der eigenen Partei abgesägt zu werden, um seine Soldaten in den Bodenkrieg gegen Russland zu stecken? Ich sehe es nicht. Ich sehe nicht ein realistisches Szenario, dass die NATO in den Krieg eingreift. Außer Russland setzt Massenvernichtungswaffen ein und dann... Ist, steht man vor der Frage eines völligen Gesichtsverlustes oder eines Eingreifens? Dann vielleicht, aber nur dann. 9466, 20 verschenkte Mitgliedschaften. Vielen lieben Dank, das ist sehr großzügig von Ihnen. Dankeschön. Danke für die Unterstützung. Der USA hat, die, hat der Afghanistan-Einsatz über 2 Billionen Dollar gekostet. Warum macht man so ein Theater wegen ein paar hundert Milliarden Dollar für die Ukraine? Ja, unter anderem könnte man sagen, wegen des Afghanistan-Einsatzes. Ich bin nicht sicher, ob die zwei Billionen stimmen. War das nicht Irak? Ich glaube, Afghanistan war billiger. Das waren vielleicht nur ein paar hundert Milliarden. Aber ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Das die, Argument ist natürlich ein Stück weit genau deswegen. Denn wenn man sich die Staatsverschuldung anschaut, bevor die Kriege nach dem 11. September begannen, dann war die ein Bruchteil des heutigen. Die seither ist die Staatsverschuldung komplett explodiert und dem eigenen der eigenen Bevölkerung zu verkaufen, dass man in zunehmendem Maße ihnen keine Hilfen mehr gibt, wenn ihre Häuser abbrennen, bei, bei einem Erdbeben, bei einem Hurrikan, dass die Straßen in schlechtem Zustand ist, sind, während man völlig überschuldet ist, schickt man aber Milliarden weiter in die Ukraine. Das ist ein valides Argument. Ich meine, wir müssen nicht urteilen vorschnell. Stellen Sie sich mal vor, Sie wohnen irgendwo in Kansas. Was, kü was kümmert Sie denn die Ukraine? Sie sind Amerikaner, Sie haben das stärkste Militär der Welt. Wird es wirklich die Amerikaner ernsthaft bedrohen, ob sich Russland die Ukraine einverleibt oder nicht? Jetzt können wir natürlich weiter argumentieren, ja, wenn er anschließend ins Baltikum geht, schon. Aber hey, hey da sind wir Amerikaner dahinter, wir halten doch die Russen dort auf. Wir müssen auch verstehen, dass, dass der normale amerikanische Wähler nicht alles in einer globalen geopolitischen Perspektive sieht und auch nicht jeder gerade nach 20 Jahren Krieg in Afghanistan und im Irak, das Tausende eigene Gefallene verursacht hat und ich weiß gar nicht, wie viel Billionen Schulden, 20 Billionen reicht wahrscheinlich gar nicht, ist die, die Staatsverschuldung seither gestiegen. Wir müssen es auch mal aus der Perspektive sehen. Und wenn dieser imaginäre Bewohner in Kansas. Dann sagt, das ist doch ein Witz. Dessen Stimme zählt bei der nächsten Präsidentschaftswahl. Dessen Stimme zählt bei der nächsten Senats- und bei der nächsten Kongresswahl. Und um die geht es. Da hilft es überhaupt nichts, ob die Parteiführung das in globalen Szenarien sieht. Am Ende ist es so, dass, dass der Wähler eine entscheidende Frage sein wird, ob und wie weit der, der dem zustimmt. Und dann spielt jeder Cent eine Rolle. Denn wie gesagt, all, Sie alle haben diese, diese Memes schon gesehen, diese Meldungen, dass, dass in, in Hawaii die Häuser abgebrannt sind und die Leute 700 Dollar erhalten haben und gleichzeitig gingen so und so viele Milliarden in die Ukraine. Und wenn ich ein Bewohner in Hawaii bin und mein Haus ist abgebrannt, dann stelle ich mir die Frage, warum zum Teufel Geld in, in die korrupte Ukraine geschickt wird, aber ich obdachlos bin. Und das ist ein Aus, Aus. Staatsmännischer Sicht stimme ich der Frage völlig zu. Da muss man in der Tat fragen, Herr Kranz, da muss man sich in der Tat fragen, warum zum Teufel? Was soll, das spielt in einem Kontext, ist es, doch, ist es doch, sind es Peanuts? Ja, natürlich. Das sind Peanuts, klar. Aber die Peanuts muss man halt auch der Bevölkerung verkaufen. Und in der Demokratie muss man sich frischen Wahlen stellen. Und dann ist, ist man derjenige, der Medicaid nicht mit den notwendigen Diensten ausgestattet ist, weshalb meine Großmutter jetzt verstorben ist, weil sie keine Medikamente bekommen hat, aber dafür hat er Waffen in die Ukraine geschickt. Das mag nicht gerechtfertigt sein, dieser Kritikpunkt, aber der kommt halt, der taucht halt auf. Das ist die Realität. Okay, ich sehe gerade, Fuzzy hat es mir rausgesucht, dass. Uh, USA Today Researchers at Brown University estimate that the US has spent 5,8 trillion on the war in Afghanistan. Also, demnach hätte, hätten die USA in Afghanistan, alleine in Afghanistan, 5,8 Billionen ausgegeben. Also 1000 Milliarden. Das kommt mir viel zu hoch vor, aber gut, wenn es das ist. Und danke, Fasi, mir zeigt es heute wieder mal die, die Spenden von Mitgliedschaften an. Also, danke für die Mühe. Ja, das ist leider die, die Antwort darauf. Julian Howey, was glauben Sie, würde die NATO tun, wenn Russland das Baltikum angreifen würde? Sie sagten ja, die Russen könnten Litauen annektieren und mit e Atombomben drohen. Ja, das ist die alte Theorie. Auch hier wieder. Versetzen wir uns einfach mal in die Lage. Wir alle sind ja auch Bürger von Staaten. Ob Sie nun Österreicher sind, Deutsche, Schweizer und es gibt auch den einen oder anderen Zuschauer aus den Niederlanden oder aus Dänemark oder von sonst wo. Fragen Sie sich einfach mal, ob Sie wegen des Baltikums einen Atomkrieg wollen. Und in dem Moment, wo Sie sagen nein, wird es ein realistisches Szenario. Denn, denn wenn die Russen, das Baltikum hat keinerlei strategische Tiefe. Das kann ich mit einem ein Panzerpferd im Gelände was 45 km/h sagen wir mal. Was sind das? Vier, äh, fünf 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 sechs Stunden theoretisch. Theoretisch kann es in sechs Stunden können die Panzer hier in der Bucht von Riga sein. Natürlich da wird es ein bisschen Gegenwehr geben. aber wenn die Russen wollen, dann können sie das höchstwahrscheinlich schneller überrennen als Verstärkung vor Ort eintreffen wird. Wenn sie die Truppen, Massieren. Denn der Westen kann hier auch nicht zehn Divisionen reinpacken, weil er a Russland damit provoziert und b weil die keine strategische Tiefe haben und dann theoretisch ebenfalls abgeschnitten werden können. Das heißt, das Baltikum ist militärisch extrem schwer zu verteidigen. Wenn er einmarschiert, ist sofort annektiert und sagt, ein Einmarsch in Russland inklusive zu dem bis Baltikum gehört wird mit Kernwaffen beantwortet, dann stellen Sie sich die Frage. Fragen Sie mal, glauben Sie, die jetzige Bundesregierung sagt, nee, wir schicken die Bundeswehr, um Tallinn zu befreien? Auch wenn dies bedeuten kann, dass die Russen Kernwaffen gegen Deutschland einsetzen, fragen Sie sich. Ich kann es Ihnen nicht beantworten, wie Sie das beurteilen. Aber fragen stellen sich die Frage selbst. Und in dem Moment, wo Sie sagen, die werden das nie machen oder ich glaube es nicht, in dem Moment wird das Szenario realistisch. Denn Abschreckung funktioniert nur so lange, solange sie glaubwürdig ist. Und wenn Russland, wenn Putin glaubt, der Westen ist weich geworden. Wenn Putin glaubt und, und sowohl die Niederlage in Afghanistan spricht dafür, dass der Westen weich geworden ist, als auch eine Ukraine, die man fallen lässt, ist ebenfalls ein sehr deutliches Zeichen, dass der Westen weich geworden ist. In dem Moment, wo Putin glaubt, dass dem Westen, dass der Westen sich eher einnässt, als Kernwaffen einzusetzen, mit allen Konsequenzen, denn die USA werden nicht verhindern können, dass Kernwaffen auf Washington, auf New York, auf Seattle, auf Chicago, auf Houston und sonst wo niedergehen, wenn die Russen das wollen. Dafür haben die Russen zu viele. Das heißt, wenn, wenn Putin glaubt, dass der Westen kneift vor Kernwaffen, dann kann er es durchziehen. Denn was will man denn machen? In dem Moment, wo er konventionell geschlagen wird, setzt er Kernwaffen ein und stoppt jeden Angriff, kann jeden Angriff damit stoppen. Und fragen Sie sich, ob, ob Sie glauben, Ihr, Ihr Heimatland würde sagen, egal. Muss fiat justitia et periat mundus. Es geschehe Recht, auch wenn die Welt daran zugrunde geht. Es ist richtig, das Baltikum zu unterstützen. Wir greifen es an, auch wenn es zum Atomkrieg Krieg führt. Glauben Sie wirklich, die Bundesregierung, die deutsche, macht das? Entscheiden Sie für sich selbst. Und dann. Wenn Sie glauben nein, dann wird das Szenario plötzlich realistisch. Habe ich das jetzt irgendwie weggeklickt? Keine Ahnung. Aber wenn, dann taucht sie wieder auf. Redeemer Pilot, danke für die fünf verschenkten Mitgliedschaften. Vielen lieben Dank, sehr freundlich von Ihnen. Passend zur Lavrov, zum Lavrov-Thema, es würde ja auch der EU mehr Zeit verschaffen zur Rüstung, oder? Nimmt man an, Russland hätte die Ukraine überrannt. Hätte Europa ziemlich alt ausgesehen, stimmt. Das wäre bedrohlich gewesen. Also, es würde tatsächlich ein Stück weit dafür sprechen. Denn solange Russland in der Ukraine eine kampfstarke Armee gegenüberstehen hat, kann es nicht tun, was es will. Das ist völlig klar. Und eins ist auch klar: wenn er dann das Baltikum überfällt, dann werden die Russen, wird, wird die Ukraine sofort mit der NATO gemeinsam zusammenarbeiten. Das sind, das sind andere Geschichten. Also, und ja, es würde die Zeit geben, nachzurüsten. Die Frage ist, ob der Westen es dann tut. Das ist natürlich, wir alle hören ja, wie es mit den deutschen Plänen stattfindet. Ein Freund von mir hat es so treffen gesagt, dass man eine Zeitenwende um 360 Grad. Ganz so weit ist vielleicht nicht, aber Sie wissen, wie weit die Zeitenwendepläne in Deutschland sich aktuell entwickeln. Also, ich will hier nicht zu, zu kritisch der Bundesregierung gegenüber werden weil das weil, weil das ja auch nicht das Thema ist aber sie zumindest haben sie von der Kritik ja schon mitbekommen Julian Howie, nee das war Julian Haus okay das war die Frage alles klar und danke für die Unterstützung warum liefern Frankreich Spanien und Italien als große europäische Nation mit wahrscheinlich auch staatlichem Militär im Vergleich zu Deutschland nur minimal Rüstungsgüter an die Ukraine es kommt durchaus was. Wir dürfen nicht vergessen, dass da auch was kommt. Ich meine, wie viele Haubitzen haben die Italiener geschickt? Ich vermute mal, äh, Fassi, such's mir mal bitte raus, aber ich glaube, die haben sicherlich schon 40 bis 80 M109 Panzerhaubitzen geschickt. Und die Panzerhaubitze 2000 mag besser sein, und zwar merklich besser. Aber die Italiener haben wahrscheinlich langsam 100 Artilleriegeschütze geschickt. Davon ist Deutschland meilenweit entfernt. Hikaru schreibt 60 dann, also da kommt auch was. So ist es nicht. Es wird halt sein, dass die weniger auf, auf Lager haben und im Kontext es auch nicht unbedingt passt. Denn in der Tat ließe sich debattieren, selbst wenn die Franzosen Leclerc übrig haben, muss, also das, deren Kampfpanzer, stellt sich die Frage, wie weit es Sinn ergibt, dass ein weiteres Panzermodell in, in der Ukraine eingeführt wird. Denn wenn wir, der, der Challenger 2 war wichtig als als Aufbrechen des Panzertabus. Fürs Aufbrechen des Panzertabus war das wichtig, aber eigentlich nur dafür. Und das sind das sind ähm das ist das Argument. Ich glaube, die Karte stimmt nicht ganz. Die, die ist nicht mehr aktuell, quasi, wie dem auch sei. Und dann dürfen wir eins auch nicht vergessen. Bei Deutschland werden die Zahlen zusammengenommen und ich glaube, da rechnet man einfach großzügig alles, was bereits zugesagt wurde. Und da gibt es ja Zusagen auf vier Jahre im Voraus oder sowas. Und das sind alles Zahlen, die da auch mit reinspielen. Wie weit dies bei anderen Staaten ebenfalls der Fall ist, a, wie weit die langfristigere Planung machen oder b, wie weit die Planung, wie weit es mit einbezogen wird, ist natürlich unklar. Aber Deutschland hat eine der leistungsfähigsten Rüstungsindustrien der Welt. Es hat eine der leistungsfähigsten in Europa. Und es ist die stärkste Wirtschaftsmacht in Europa. Dass da am meisten von Deutschland kommt, sollte prinzipiell jetzt nicht, nicht groß verwundern. Ich meine, Deutschland ist immer noch die viertstärkste Industriemacht der Welt. Dass, dass Deutschland mehr liefert als Italien oder als Spanien, sollte eigentlich klar sein. Also, wie gesagt, dass Spanien und Italien und Frankreich mehr machen könnten, ist klar. Dass Deutschland aber mehr machen könnte, ebenfalls. Also, ich, ich müsste mir die Zahlen im Einzelnen anschauen, ich müsste im Einzelnen nachschauen, wie viel sie noch im Depot haben. Das sind ja die anderen Fragen. Das sind die, die anderen Fragen. Aber gerade wenn jetzt, wenn jetzt Mirage 2000 kommt von den Franzosen, wir haben vorher mit dem RC AMX10, mit dem AMX10 haben wir es gehabt, mit dem Aufklärungsfahrzeug, leichten Radpanzer, wie auch immer wir es bezeichnen wollen, César von den Franzosen, also die haben schon auch geliefert, so ist es nicht. Sollte man nicht, nicht unnötig kleinreden. Lustiger Bosniak, Topkanal, vielen Dank. Danke schön, lustiger Bursenjag. Danke für die Unterstützung. Wie groß sind aktuell die ukrainischen Reserven? Wäre nach der russischen Offensive eine neu, erneute ukrainische Offensive möglich? Jetzt, wo die Russen geschwächt sind. Gerade gab es wieder eine Erklärung, dass die Ukrainer drei weitere Brigaden aufstellen. Die Frage ist halt immer, wie weit sind die personell ausgestattet und womit? Personell und vor allem auch materiell. Das ist die große Frage. Denn auf dem Papier kann man sehr viele Einheiten haben. Die brauchen halt auch die Ausbildung und die brauchen das Material. Und eines der Probleme, das Salushni genannt hat, war, dass die Ukraine kein Trainingsgebiet hat, wo sie wirklich großflächig Übungen ausführen kann. Wenn, wenn ich mir anschaue, was es für Übungen von seitens der NATO gab, im Kalten Krieg zum Beispiel, mit wirklich Tausenden und Abertausenden, wenn nicht gar Zehntausenden Soldaten an Beteiligung, was notwendig ist, um operieren, im großen Verbund zu trainieren. Man muss ja üben, dass zehn Brigaden gleichzeitig angreifen, damit es in der Realität dann funktioniert. Und das muss man mehr als einmal üben. Wenn die Ukrainer das versucht, wird sie sofort beschossen. Die Russen hingegen können diese Übungen durchführen, weil die Ukrainer außer ein paar Drohnen nicht, nur nicht wirklich etwas haben, wo sie dann einen solchen Trainingsplan angreifen können. Also das sind die anderen Fragen. Wie groß die Reserven in einzelnen sind, da ist ein, welchen Zahlen glauben Sie? Die Ukrainer nennen es uns ja nicht offiziell. Wir wissen nicht die nominelle Mannstärke. Das heißt, wenn, je nachdem, wie sie es wollen, da finden sich dann welche, die nehmen jede Zahl, die irgendwo mal genannt wurde, und maximieren die und, und führen die auf, weil die die Intention haben, die Ukraine als möglichst stark erscheinen zu lassen. Dann gibt es Umgekehrte. Wenn man das pro russische Lager sich anschaut, dann haben die Ukrainer keine Reserven mehr, weil alles nur noch auf dem Papier besteht oder schon vernichtet ist oder schon im Gefecht ist. Wo die Realität ist, kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiß es nicht, ich kann Ihnen keine Zahlen nennen, weil ich keine habe, die glaubwürdig sind. Ich gehe davon aus, dass Sie Reserven haben. Die Ukrainer haben den gesamten Krieg über Disziplin gezeigt, was die Reserven angeht. Wir haben zum Beispiel zu Beginn des Krieges gesehen, dass die Russen, dass die, als die Russen angegriffen haben, dass die Ukraine sich eine strategische Reserve zurückbehalten hat, obwohl sie an allen Fronten unterlegen war und an allen Fronten zurückgeworfen ist. Haben Sie nicht etwa panisch jede Einheit, die Sie gefunden haben, in die Front geworfen, um die zu stoppen? Nein, Sie haben mehrere Panzerbrigaden in Ruhestellung gelassen, obwohl sie zurückgeworfen wurden. Damit sie eine Reserve haben konnten, die dann gegen Angriffe durchführen konnte. Und diese Disziplin erwarte ich auch jetzt wieder. Also, ich gehe davon aus, dass die Ukraine spürbare Reserven hat, weil es eben sinnvoller ist, irgendwo auf zu verlieren, als alle Reserven in der Stadt zu verheizen, um dann auf irgendeinen Angriff nicht mehr reagieren zu können. Das ist schon so ein sinnvoll, Aber wir, wir, da bewegen wir uns in den Grad, wo ich raten muss. Und da gibt es wenig Sinn. Jule. Jule Atlantis, zehn Mitgliedschaften verschenkt. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Dankeschön. Die freigelassenen Geiseln der Hamas kamen aus dem Norden oder aus dem Süden des Gazastreifens? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber es müssten zum Teil zumindest aus dem Süden gewesen sein, weil die dem Roten Kreuz übergeben wurden und in der Regel, glaube ich, sind sie erst nach Ägypten gefahren. Und dann von Ägypten aus nach Israel, was dafür sprechen würde, denn die Israelis lassen ja nicht die Geiseln durchs eigene Gebiet durch, was sie kontrolliert. Also, ich gehe davon aus, dass die wohl alle aus dem Süden kamen. Und es ergibt ja auch Sinn. Nach der israelischen Erklärung, dass der Norden geräumt wird, bringe ich ja meine Geiseln aus diesem Gebiet raus, so weit wie möglich. Also, ich weiß es nicht, aber für mich spricht alles dafür, dass sie überwiegend oder komplett aus dem Süden des Gazastreifen kamen. Techno Rehab Tere? Die Frage habe ich schon beantwortet. Danke für die Unterstützung. Wie lange kann sich Südkorea im Ukraine-Krieg noch zurückhalten, da der Norden ja bereits offen Russland unterstützt? Müsste Südkorea nicht, so lang, nicht Sorge haben, dass es nach der Ukraine selbst drankommt? Südkorea ist eigentlich stark genug. Vor allem haben die ein aktives Militärbündnis mit den USA. Das heißt, wenn der Norden Südkorea angreift, dann sind die USA mit dabei. Die haben ja auch noch 25.000 Soldaten vor Ort. Also die Südkoreaner müssen Sorge haben, weil sie eine starke Militärmacht im Norden haben. Aber dass sie anschließend überfallen werden, scheint nicht über die Maßen wahrscheinlich zu sein. Das Problem ist, dass wenn Südkorea jetzt offen beginnt, für die Ukraine zu liefern, dann kann von russischer Seite Unterstützung an Nordkorea kommen, die Südkorea zu unangenehm ist. Gemeint ist damit natürlich technische. Denn Südkorea hat ein, Nordkorea hat auch eine sehr große Rüstungsindustrie. Aber technisch haben sie eben bei einigen Dingen noch Probleme. Und da kann der Norden erheblich von Russland bekommen, sei es an Technologie, an Waffen, sei es an, auch nur an Waffentechnologie. Wenn sie zum Beispiel Radargeräte aus Russland erhalten oder aber die, Blau, die wie heißen sie? Blaupausen, die Baupläne auf gut Deutsch, die Baupläne für Radargeräte und die dann schaffen, die eigene Produktion aufzunehmen. Dann ist das bereits eine erhebliche Stärkung von Nordkorea. Solch, in solchen Dingen. Und wenn Südkorea die Ukraine aktiv beliefert, dann erklärt es sich effektiv zum Feind der Russen. Also muss es mit Gegenreaktion der Russen rechnen. Das wird nicht zwingend eine gemeinsame russisch-nordkoreanische Armee sein, die im Süden einfällt. Aber das kann Technologietransfer sein. Versetzen Sie sich mal in die russische Lage, wie würden Sie darauf reagieren? Also ich würde den Nordkoreanern was geben, damit um es den Südkoreanern heimzuzahlen. Und ich denke, das dürfte die große Sorge im Süden sein. Dass also Südkorea zeitnah in nennenswerter Art und Weise seine Rüstungsindustrie in den Dienst der Ukrainer stellt, ist unwahrscheinlich. Was sie eher machen werden, ist die geschickte Lösung. Sie werden anbieten, dass sie Depots auffüllen für gutes Geld. So wie Südkorea 155 mm Granaten in die USA geschickt hat, damit die USA ihre eigenen Depots zugunsten der Ukraine leeren konnten. Und so kann natürlich dann Südkorea sagen, wir können euch auch Panzer liefern, liebe Polen, damit ihr eure Leopard 2A4 den Ukrainern übergeben könnt. Aber leider müsst ihr die Panzer halt bezahlen, weil unsere Arbeiter arbeiten ja auch nicht für Laub. Also Südkorea kann davon auch schon erheblich profitieren, muss man ganz offen sagen. Dass also Südkorea aktiv eingreift, glaube ich nach wie vor nicht. Also aktiv meint jetzt nur mit Waffenlieferung, natürlich nicht mit Soldaten. Andreas Spitzi, danke für Ihre Mühe. Ich danke Ihnen für die Unterstützung. Vielen Dank. Angenommen, es gibt Verhandlungen. Was müsste die Ukraine in diesen erreichen, um zukunftsfähig zu bleiben? Eigentlich muss sie Schwarze Meer zurückgewinnen. Ich meine, realistischerweise wird sie die Krim nicht zurückbekommen, es sei denn, sie, sie zwingt die Russen dazu, es sei denn, sie marschiert ein. Die Russen werden die Krim nicht mehr hergeben. Die muss mit Waffengewalt genommen werden. Ich sehe nicht ein realistisches Szenario, dass die Ukraine die, die Russen zur Herausgabe der Krim bringt, ohne dies militärisch erzwungen zu haben. Das ist schlimm genug, vor allem weil wir hier auch noch schöne Gasfelder haben, die der Ukraine ermöglichen würden, zum Gasexporteur zu werden. Nicht nur die eigene Abhängigkeit von Russland zu beenden, was den eigenen Gasbedarf angeht, sondern sie könnten aktiven Konkurrent zu den Russen werden, um Westeuropa zu beliefern und damit natürlich richtig gut Geld machen. Das wäre hervorragend für sie. Was sie brauchen, ist eigentlich die Schwarzmeerküste und das Asowsche Meer. Und wenn wir uns anschauen, hier ist ja viel Industrie drin. Das sind Donetsk, Mariupol. Das sind große Industriestädte der, der Ukrainer. Überall hier, wo wir sind, haben wir immer Industriegebiete. Hier haben wir ein riesiges Kokswerk. In, in Soledar waren die Minen. In Bachmut war ebenfalls im Norden, glaube ich, schon wieder ein Stahlwerk, wo lange drum gekämpft wurde. Hier im Norden irgendwo, das hier. Das heißt, hier haben wir viel Schwerindustrie. Die komplett zu verlieren, wird den Ukrainern auch nachhaltig schaden. Eigentlich wäre das Minimum, was sie schaffen müssen, ist, ist den, die, den Osten des Landes wieder wirtschaftlich nutzbar zu machen. Ob der in einer irgendwie Halbautonomie ist, die, was weiß ich was, ist eine andere Geschichte. Aber die Ukraine kann sich den Verlust der, der Schwarzmeerküste eigentlich nicht leisten und eigentlich muss mindestens dieses Gebiet auch für die Agrarexporte zurückgewonnen werden. Also. Es ist eine Frage, wo es ist schwierig ist, das von außen zu sehen. Denn, denn wenn wir es uns wirtschaftlich anschauen, wird die Ukraine riesige Probleme haben, wenn, sie, wenn die Fronten so einfrieren. Das, was sie exportiert, ist vor allem Stückgut. Großvolumiges Stückgut. Das geht nur per Schiff. Und je mehr Häfen sie dafür hat, desto besser. Immerhin hat sie Cherson zurück und in dem Moment, wo die Waffen nicht mehr schießen, kann sie natürlich auch den Hafen von Cherson einsetzen, um über den Dnipro zu exportieren. Und dann kann sie auch wieder Mykolaiv einsetzen. Also, das wäre wahrscheinlich schon wieder besser. Aber ja, letztendlich so viel wie möglich, wenigstens außerhalb der Krim, müsste sie wieder unter Kontrolle bringen. Ähm, ich mache mal eine kurze Getränkepause. Und schnell noch Anna informieren, dass meine Nachschublieferung gekommen ist. Denn das, was hier gerade beworben wird, kam wegen der Straßenblockaden nicht durch und der Anruf, den ich verpasst habe, war vom Postamt. Das heißt, meine Lieferung ist endlich da. Mir ging nämlich mein Pulver aus. Übrigens Heinrich ohne fünf für Stammkunden, für zehn Prozent. Dauert leider einen Moment. Apple Alligator. Für wen? interessiert, so. so das haben wir durch. Shorty, GSI. Hier die GZ-Gebühr zum Livestream. Ich hoffe, die erste Fliese vom Pool ist schon da, trotz den Straßenblockaden und hier das Geld für die zweite Fliese. Dankeschön. <laughs> Danke für die Unterstützung. Nee, wenn es jeden Pool gibt, dann würde das noch eine Weile dauern. Das würde noch eine Weile dauern. Welcher Eroberungs Aber vielen Dank für die Unterstützung. Welcher Eroberungskrieg droht in Oscar-Afrika? Sie haben gestern im Community-Tab erwähnt. Der Präsident, glaube ich, ist es. Präsident von Äthiopien sagt, dass ähm, es ungerecht sei, dass Äthiopien keinen mehr Zugang hat. Und es gibt gerade Meldungen, dass äthiopische Truppen an der eritreischen Grenze aufmarschieren. Es ist also, wenn wir es uns betrachten, wahrscheinlich gerade ein sehr guter Zeitpunkt, denn Eritrea ist die widerlichste Diktatur. Die ist ein Land, was mit Nordkorea darum. Ja, darum konkurriert, die widerlichste Diktatur der Welt zu sein. Der Spitzname ist das Nordkorea Afrikas. Das heißt, wenn Äthiopien dort einmarschiert und das Regime beseitigen sollte, würde es wahrscheinlich sogar eine Verbesserung der Menschenrechte dort geben können. Zumindest theoretisch. Zumindest könnte sich Äthiopien als das verkaufen. Eritrea war ja mal ein Teil Äthiopiens nach dem Zweiten Weltkrieg. Und. Wer will denn jetzt gerade noch irgendwo intervenieren? Die Afrikanische Union und ECOWAS haben bei Niger versagt, um dort irgendwas zu machen. Mit Israel im Krieg, mit der Ukraine im Krieg, mit Taiwan bedroht durch China und mit dem Iran und den Houthis, die hier und dort was einsetzen. Da hat keiner Lust auf einen weiteren Streit, äh, Konflikt her. Jetzt. Wenn man, wenn man von Seiten Äthiopiens wieder einen Meerzugang haben will, dann wäre jetzt wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt. Und wie gesagt, Venezuela und, und äh, Guyana ist die nächste Möglichkeit, dass was passiert. Also es könnte spannend werden, sagen wir es mal so. So, Jule Atlantis, habe ich mich da schon bedankt? Ich glaube schon, ja. Genau. Lothar Franz von Schönborn. Danke für die fünf verschenkten Mitgliedschaften, sehr freundlich. Vielen Dank. Auf Telegram sind Aufnahmen modernisierter BMP1 mit Modulturm, also ohne Besatzung mit 3 cm Kanone, könnte von Korkarill oder Rheinmetall sein, Ersatz für Großprojekte. Ich bin nicht sicher, ob die von Korkarill oder Rheinmetall sind, denn die 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 Ukraine haben die selber auch schon in dieser Hinsicht Entwicklung gemacht. Ich glaube BMP1AM oder sowas hieß der. Die Grundidee, denn wir, wenn wir uns anschauen, die Hülle des BMP 1 und des BMP 2 sind zwar unterschiedlich, aber nicht fundamental unterschiedlich. Ich hole es Ihnen mal schnell die Bilder, damit wir uns mal anschauen können gemeinsam. Ja. Das hier ist der BMP 1. Wir sehen die Maljuka, also die Sagat obendrauf und die Niederdruck 73mm Kanone. Völlig veraltet. Die Bewaffnung ist nicht Schrott, aber es ist absolut nicht mehr adäquat. Und das ist der BMP2, Sie sehen die Ähnlichkeiten in der Hülle. Ich weiß nicht, es wird der, der Experte wird schon ein paar Unterschiede erkennen können, denn die sind garantiert nicht baugleich. Aber sie sind sehr ähnlich. Der große Unterschied ist, der BMP2 hat Maschinenkanone und bessere Panzerabwehrraketen. Aber die Maschinenkanone ist das Entscheidende. Denn die Entwicklung ist, hat sich gezeigt, die 73 mm ist völlig unzureichend, die hat so 800 900 Meter Reichweite, ist im Prinzip wie eine, wie eine RPG 7. Die verschieß und Sprenggeschosse sind heutzutage nicht mehr adäquat und man hat gelernt, mit der Bedrohung durch Panzerabwehrraketen braucht man Maschinenkanonen, um die feindlichen Panzerabwehrbesatzungen niederzuhalten. Da reicht nicht alle paar Sekunden mal ein Schuss, sondern da muss man permanent auf sie einhauen. Und die Grundidee, dass ich diesen Turm nehme und auf diese Wanne packe, liegt ja nahe. Und dementsprechend gab es natürlich längst äh, Versuche. Es ist jetzt mehrfach sind jetzt Bilder aufgetaucht, die tatsächlich dafür sprechen, dass es wohl eine Produktion in gewissem Maße angelaufen sind. Woher diese Türme aber kommen, weiß ich nicht. Die können aus ukrainischer Fertigung sein. Die Ukrainer haben diesbezüglich Projekte in der Vergangenheit gehabt. Sie sind erfahren im Bau solcher grundsätzlichen Türme, denn zum Beispiel BTR-3 und BTR-4, den die Ukrainer haben, ist ja mit vergleichbaren Türmen ausgestattet, also auch mit, mit meines Wissens auch unbemannten Türmen, auch wieder mit der 30 mm MK Maschinenkanone, dass man also eine entsprechende Entwicklung macht, denn wie gesagt, die BMP-1 hat man, man hat auch noch eine ganze Menge zusätzlich erhalten, aber eigentlich sind sie Schrott, wenn wir ehrlich sind. Die Ukrainer haben sie teilweise mit Drohnen und mit Apps als Artillerie benutzt, haben den, den BMP in irgendwie eine, in eine Mulde gefahren, damit er so so, so den Himmel schaut und dann berechnet, um sie dann als Behelfsartillerie einzusetzen. So so schlecht sind die Dinger eigentlich in, in, in der heutigen Verwendung durch die Bewaffnung. Wenn man dort aber Maschinenkanonen draufpacken kann, dann sieht es plötzlich ganz, ganz anders aus. Also es liegt also nahe, dass von ukrainischer Seite dort was gemacht wurde. Ob das von Rheinmetall ist oder von Kokerill, ist unwahrscheinlich. Kann ich nicht sagen. Rheinmetall würde ich erwarten, dass er eher bei einem ich glaube, das war auch eine, 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 die, die sowjetisch-russische 30mm MK. Aber da bin ich mir nicht sicher. Also, ich kann es nicht sagen. Ich halte es für möglich, dass die Ukrainer selber waren. Es läge nahe, dass sie es machen, aber ich habe keine weiteren Informationen. So: Frozen Plasma, official, Dankeschön für die Unterstützung. Vielen lieben Dank. Denken Sie, dass die Flüchtlingskrise 2015 auch von Moskau verursacht wurde. Orban ließ die Außengrenze offen und Erdogan hat durchgelassen. Orban ließ die Außengrenze, Orban hat doch abgeschlossen. Ähm, die war mindestens indirekt durch die Russen verursacht. Ob es beabsichtigt war, ist eine andere Frage. Denn dass Russland in Syrien Märkte, Krankenhäuser und Ähnliches bombardiert hat, dass Russland die syrische Regierung in einer Vertreibungskampagne unterstützt hat um die, um die äh, aufmüpfigen Volksgruppen zum Teil loszuwerden. Ich meine, es, die, die syrische Bevölkerung ist ja dramatisch verringert worden auf diese Art und Weise, weil wirklich Millionen Syrer das Land verlassen haben. Dass das zumindest indirekt durch die Russen erzeugt wurde, ist völlig klar. Ob die Russen das zwingend in geplanter Kampagne gemacht haben, um den Westen zu destabilisieren, ist natürlich noch eine andere Ausnahme. Aber dass die Syrer mit durch die russischen Militäreinsätze auf den Weg gegangen sind, ist, ist ähm, unzweifelhaft. Allerdings muss man natürlich auch sagen, es kam ja bei Weitem nicht nur Syrer. Die Gelegenheit hat ja dann noch jeder sonst auch noch genutzt und das war schlicht und ergreifend eine Folge der politischen Entscheidungen innerhalb Europas. Also die, die Flüchtlingskrise waren ja keineswegs ausschließlich Syrien, Syrer. Norbert Plutter, das Thema westliche Unterstützung. Was machen denn die NATO-Staaten, wenn die zwei Jahre an der polnischen Grenze stehen oder mindestens am Nepal? Tja, Fragen bitte mit Hashtag Fragestellen. Aber die, tja, man geht wohl. Wie gesagt, der Lavrov-Vorschlag, Lavrov je mehr ich darüber nachdenke und je mehr darüber gesprochen wird, könnte das tatsächlich eine Alternative des Westens sein. Denn auf diese Art und Weise verhindert man einen russischen Sieg, man bindet die russischen Truppen und man verhindert eine nukleare Eskalation der Russen und man verhindert einen Zerfall Russlands. Denn das ist ja nach wie vor auch eine Sorge. Was, wenn die Russen zu deutlich geschlagen werden und dann das Reich, russische Reich auseinanderbricht und man überall Warlords hat, die vielleicht über taktische Kernwaffen verfügen. Also man würde alle Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn man die, die Russen im Osten weit genug im Osten stoppt, ohne sie zu besiegen. Ist die russische Offensive nicht auch schon wieder gescheitert? Es gibt ja nach einigen Wochen keine nennenswerten Fortschritte, nur mehr Verluste. Nur kümmert es die ja weniger. Genau. Ähm, wir, wir sehen nach wie vor Vor Erfolge bei Avdivka hier im Süden war der Bericht, dass die Erfolge, da haben russische Militärblogger darüber gesprochen, dass die Erfolge hier im Industriegebiet erstanden seien, weil sie Panzer, ich glaube 259. Panzerbrigade, irgendwas mit 259, glaube ich, war es. Also die hätten dort extra Panzer erhalten. Und wir haben ja dort dann auch die Aufnahmen gesehen. Ich habe sie in dem letzten Lagebericht gezeigt, wo hier ein Panzer steht und auf ein Haus hier schießt und auf ein Haus hier schießt. Dort haben sie nochmal Erfolge erzielt. Aber wir sehen, dass sie, und es sagen auch die Ukrainer, dass es weitestgehend nur noch infanteristische Gruppen sind. Das heißt, die, die letzten Berichte eben hiermit erfolgen. Sie ist also vielleicht noch nicht gescheitert. Aber sagen wir mal, ihren Elan hat sie deutlich verloren. Ob die Russen noch genug hinterher schieben können, um noch eine große Veränderung herbeizuführen, wird sich schlicht zeigen müssen. Dass sie zum Jahresende in Afdivka stehen, scheint aktuell ziemlich unwahrscheinlich zu sein. Da wird schlicht schlicht Frage sein, wie lange können Sie Infanterie und Artilleriemunition hinterher schicken. Wenn Sie das beliebig weiter können, dann werden Sie schon noch weiter Erfolge haben. Aber ja, der große Unterschied ist natürlich, dass die Russen ganz offensichtlich großzügiger mit ihren Menschenleben umgehen, mit ihren Soldatenleben. Drei. Das mal nur abgleichen, weil es Mitgliedschaftsspenden zeigt es mir in meinem einen System nicht an, sondern nur auf dem Kanal, sodass ich da dann keine verpasse. Ähm, Uwe Döring, es stehen 4500 voll ausgerüstete deutsche Soldaten in Litauen. So einfach marschiert niemand ins Baltikum ein und die sind nicht alleine. Ja, das Baltikum ist aber auch groß und 4.500 sind auch nicht die Welt. Und wie viel Munition haben die, wie weit sind die in vorbereiteten Stellungen und so weiter? Die sind als, als ähm, Stolperdraht dort. Ist politischer Stolperdraht. Damit im Idealfall die Bundesregierung sagt: Jetzt haben die Russen 2000 unserer Soldaten getötet und 2.500 gefangen genommen, jetzt jetzt. Kämpfen wir, bekämpfen wir sie. Das ist die Grundidee. Aber dass viereinhalbtausend Soldaten, die nachhaltig stoppen, das ist halt auch eine Frage der Truppenkonzentration. Aber das große Problem im Baltikum steht halt, dass selbst wenn wir davon ausgehen, dass die NATO den Russen haushoch konventionell überlegen ist, dann kann man hier trotzdem halt nicht beliebig viel reinschieben. Das ist halt kein über die, über die Maßen großes Gebiet. Und wenn wenn die Russen Zusammen mit Weißrussen aus Belarus angreifen, die zur lücke hat jeder von Ihnen schon mal gehört, dann sind die im Norden abgeschnitten. Gut, die absolute Seeherrschaft eben der Ostsee besteht. Da ist überhaupt kein Zweifel. Wer die Seeherrschaft hat, gerade auch mit Schweden und Finnland auf unserer Seite, steht kein Zweifel, wer, wer die Seeherrschaft hat. Dass also eine Versorgung über See prinzipiell weiter möglich sein sollte, ist, ist relativ unstrittig. Aber wie gesagt, genug hinzustellen, um einen entschiedenen. Aufmarsch und anschließenden Schlag der Russen zu stoppen, habe ich große Zweifel. Die Frage ist halt, welche Reaktionen folgen auf den Aufmarsch? Denn wir dürfen nicht so tun, als ob das über Nacht passieren würde. Die Russen entscheiden sich nicht heute, dass sie morgen angreifen, sondern das hat wochenlange Vorbereitung, weil sie Depots anlegen müssen, weil die Truppen herangeführt werden müssen, weil sie Lazarette einrichten müssen und so weiter und so fort. Das alles gibt wochenlange vor Vorarbeit und das wiederum ermöglicht natürlich den vor Ort stehenden Truppen in Bereitstellungsräume zu, zu gehen. Das ermöglicht den dortigen Staaten, ihre Milizen zu bewaffnen und in Bereitstellung zu bringen, denn da die haben ja erheblichen Zulauf erhalten. Also so Wochenendsoldaten im Prinzip. Und da haben wir in der Ukraine gesehen, dass die in der Verteidigung durchaus zu was zu gebrauchen sind. Also klar, das, das ist nicht so, dass die Soldaten dort einfach weggefegt werden. Das, das sollte man nicht falsch verstehen. Aber grundsätzlich ist die, die Lage halt hier schwierig. Sagen wir es mal so. Sie ist schwierig. Es ist nicht, vielleicht nicht unmöglich, aber sie ist sicherlich nicht einfach. Welche Konflikte glauben Sie, können in den nächsten Jahren entfachen? Halten Sie mit Venezuela und Äthiopien aktuell gerechnet? Und wie glauben Sie, entwickeln sich diese Konflikte? Äthiopien hatte ich nicht auf der Karte, zumal er mit, mit Eritrea einen Friedensvertrag geschlossen hat und gerade mit Tigray alle, alle Hände voll zu tun hatte, bis sie die kürzlich besiegt haben. Und da darf man nicht vergessen, dort haben äthiopische Regierungstruppen zusammen mit den eritreischen Regierungstruppen die Tigray Region angegriffen. Dort waren sie Verbündete. Also, das hätte ich nicht auf meiner Bingo-Karte gehabt, dass Äthiopien möglicherweise Eritrea angreift. Warten wir mal ab, ob es überhaupt so weit kommt. Aber, und Venezuela ist halt die, dass der Streit mit Guyana besteht seit langem, ist bekannt. Der ist natürlich interessanter geworden, der Streit, seitdem man dort große Rohstoffvorkommen gefunden hat. Das ist seither und seither wirklich interessant geworden. Wir reden ja hier wirklich von zwei Dritteln von Guyana. Kann sie mir hier auf der Karte zeigen. Und ich glaube, da ist, ist Google auch schon wieder, ja genau, da sieht man, die, die sind schon wieder einschränkend, dass sie die Grenze nicht als, als international anerkannt anzeigen. Da, es geht um dieses gesamte Gebiet. Das hier ist Guyana und anscheinend ist auch noch hier die Grenze umstritten, das wusste ich gar nicht. Wahrscheinlich, so wie es aussieht, beansprucht Guyana diesen Teil von Surinam. Denn die Karten, die ich normalerweise sehe, ist, dass das hier, glaube ich, Guyana ist. Also die, die Grundidee ist, Venezuela will diesen gesamten Teil und das soll lediglich bleiben und es bezieht sich darauf auf ein Abkommen von 1899. Dort ist das den Guyana zugeschlagen worden. Allerdings sagen die Venezuelaner, von uns war niemand vor Ort und deswegen gilt es nicht. Und jetzt stimmen sie über ein paar verschiedene Sachen ab, unter anderem diese Entscheidung nicht anzuerkennen, aber gleichzeitig stimmen sie darüber ab, jeden Bewohner Guyanas hier den venezolanischen Pass zu geben und eine neue Provinz zu schaffen. Und wenn ich den Bewohnern den Pass geben will und gleich eine neue Provinz ausrufe, dann ist es nicht mehr weit von der Annexion entfernt. Ich habe irgendwo noch Zweifel, dass es durchziehen, aber wer kann es heute schon wissen? Und auch hier kann Maduro vielleicht einfach zocken. Denn in der Heimatfront sieht es ja nicht so großartig aus. Es gibt auch Debatten. Man könnte auch darüber reden, dass er möglicherweise dies tut, um die Opposition international zu diskreditieren. So hat zum Beispiel, denn es steht ja eine neue Präsidentschaftswahl an und die Opposition versucht sich auf einen Kandidaten zu einigen, damit sie alle Stimmen bündelt gegen Maduro. Jetzt ist es so, dass der wahrscheinliche Kandidat sagt, er wird zur Abstimmung gehen. Denn das sei nicht eine Frage von Maduro sondern eine Frage des Landes. Das heißt, der wahrscheinliche Spitzenkandidat der Opposition wird erklärt der Weltöffentlichkeit gegenüber, dass er abstimmen wird, zwei Drittel Guyanas zu annektieren. Dass das im Westen nicht gut ankommt, ist klar. Mit dieser Abstimmung kann, kann Venezuela also, kann die Maduro-Regierung also nicht nur. Das eigene Volk ein, sie kann gleichzeitig auch noch die Opposition diskreditieren. Und das ist ein Faktor, den man dabei nicht ignorieren sollte. Also, dass die Venezolaner deswegen zwingend einmarschieren, ist, ist auch nicht gegeben. Aber wie gesagt, wer, wer, ich hätte auch im äh, 2021 hätte ich auch nicht erwartet, dass die Russen. Also ich habe immer wieder war es eine realistische Option, dass die Russen in der, in, in der Ukraine einmarschieren. Aber dass das unmittelbar bevorsteht, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt drauf verwettet. Das ist zu irgendeinem, das ist klar geworden, als die Blutkonserven geöffnet haben. Das war zu dem Zeitpunkt klar. Äthiopien ist, ist, also es gibt viele tiefgehende Territorialstreitigkeiten. Wir sehen hier die Ugaden zum Beispiel, das ist mit Somalis besiedelt. Das hätte Somalia gerne, aber Somalia ist gerade nicht in der Lage dazu zu versuchen, das zu erobern. Ich meine, Pakistan und Indien ist immer eine Option. Die, ich weiß es nicht. Wir wissen, dass Thailand und Kambodscha schon x Mal Grenzgefechte hatten, weil sie im Dschungel sich nicht auf eine Grenze wirklich einigen können. Taiwan ist natürlich der große Kandidat. Ich weiß es nicht. Hier jetzt wild zu spekulieren, die wahrscheinlichsten wären natürlich Aserbaidschan und, und Armenien gewesen. Aber jetzt zum Beispiel ganz neu ist, dass beide darüber debattieren, ob es einen Austausch der Exklaven gibt. Und denn das hier ist ja eigentlich armenisch. Und das ist von den Aserbaidschanern besetzt. Und das ist eigentlich aserbaidschanisch und von den Armeniern besetzt. Und wie man auf der Karte sehen kann, sind diese mehr oder weniger gleich groß. Und da wäre es theoretisch natürlich eine Möglichkeit, dass, dass die beiden es austauschen und damit schon mal die Situation entschärfen. Also ich, ich weiß es nicht. Und dann haben wir in. Zentralasien kämpfen sehr bekanntermaßen gerne gegeneinander. Wer sind es immer? Kirgisistan und Tadschikistan, glaube ich. Sind es die regelmäßig? Und schauen wir uns mal diese Karten hier an. Dann geht es noch um Wasserrechte. Also es gibt einiges, was an Optionen offen ist. Wie gesagt, schauen Sie sich die Liste an mit Territorialstreitigkeiten, die ungeklärt sind. Die ist sehr, sehr lang. Stefan Deuling, Straßensperren Maut Panama West. <laughs> Dankeschön für die Unterstützung. Danke. Was ist Ihre Meinung zu Javier Milei? Er ist ja gegen eine Mitgliedschaft Argentinien in BRICS, Argentinien, mit diesen libertären Präsidenten auch vielleicht ein Auswanderungsland für sie. Ich weiß es nicht, wie, wie weit, dass ich, dass ich mich selbst dem Libertarismus nahestehend sehe, ist, habe ich in der Vergangenheit schon mal ge gesagt. Ich kann zu Millet wenig sagen, weil ich mich zu wenig mit ihm beschäftigt habe. Ich weiß einfach nicht, was er in der Vergangenheit so alles gesagt hat. Ich habe ein paar virale Videos von ihm gesehen und ich habe ein paar Aussagen von ihm gesehen. Das große Problem mit Millet wird sein, wenn er das Richtige tut, nämlich seine Agenda umzusetzen, wird er wahrscheinlich scheitern. Nicht, weil die Agenda falsch wäre, sondern weil es einen massiven initialen Schock gibt. Also wir können es uns so vorstellen: Argentinien hatte, und ich glaube, es gilt immer noch, das könnte falsch sein, aber ich glaube, es gilt noch, hatte Außenhandelsschutzgesetze. Typischer Peronismus. Nehmen wir ein Beispiel: Die Firma, die Porsche importiert, musste Wein exportieren. Sie sind ein Autohändler, Sie müssen aber mit Wein handeln. Warum? Weil die Regeln, die Gesetze so sind, dass wer importiert, muss die gleiche Menge exportieren. Was, was bedeutet das? Jetzt ist der Wein aus Argentinien nicht zwingend vielleicht der allerbeste. Trotzdem ist er in Europa verfügbar. Jetzt ist es so, wenn ich der Porsche-Importeur bin, Porsche-Kunden sind zahlungskräftig. Ich mache die Porsche 20.000 Dollar teurer pro Stück und querfinanziere damit den Wein. Das wäre zum Beispiel eine Option. Und der Wein kann dadurch in alle Welt verschifft werden, weil der kann auch mit Verlust verkauft werden, solange ich beim Porsche genug Gewinn mache. Wenn ich dieses Gesetz abschaffe, dann wird der Porsche-Importeur keinen Wein mehr exportieren. Es sei denn, er machte damit richtig den Gewinn. Was bedeutet, hier haben wir ein Weingut oder zehn Weingüter, die plötzlich keinen Abnahmemarkt mehr haben. Die haben vielleicht 2000 Angestellte. Die Weingüter gehen pleite, die 2000 werden entlassen. Das ist richtig. Diese wahnsinnigen Exportgesetze einzustampfen. Aber die, dann habe ich 2000 Arbeitslose und zehn 10, 10 pleitegegangene Firmen. In vier Jahren ist Neuwahl. In vier Jahren hat sich noch nicht zwingend, das alles wieder ausgependelt. Und dann kommt in vier Jahren ein anderer und sagt: Ich sorge dafür, dass ihr eure Jobs wieder bekommt. Ich sorge dafür. Dass die Firmen wieder geschützt sind. Ich sorge dafür, dass die verstaatlichten, die privatisierten Firmen wieder verstaatlicht werden, damit ihr alle wieder in Lohn und Brot kommt. Wer wird denn dann gewählt? Also ich glaube, wenn Milai umsetzt, was er verspricht, wird er scheitern. Einfach aus dem Grund, dass er in vier Jahren eine Wiederwahl ansteht. Die Frage ist natürlich, ob die Argentinier wie dies sehen, denn ich habe ich hab auf Twitter gepostet, ich habe eine Agentur in eine Agentur und deren Betreuerin ist Argentinierin und wohnt dort. Und mit der habe ich jetzt natürlich auch gefragt, was sie davon hält und sie ist begeistert und sie hat Milei gewählt und ich habe mit ihr darüber gesprochen und sagt, sie wissen wir, dass das ein Risiko ist. Also sie als Wählerin weiß, dass es sehr schnell sehr in die Hose gehen kann. Es wird also spannend werden. Aber ja, wie gesagt. Und ansonsten persönlich zu ihm, ich weiß zu wenig über ihn. Von daher lehne ich mich nicht aus dem Fenster und sage, er ist gut oder er ist schlecht. Dass ich für Marktwirtschaft bin, das ist kein Geheimnis. Und dass ich entsprechend prinzipiell ein Land, was ich von einer unerträglichen Planwirtschaft hin zum und Protektionismus hin zur Marktwirtschaft verspricht, zu entwickeln, erstmal positiv sehe, sollte ebenfalls keinen überraschen. Aber wir sind hier nicht auf einem politischen Kanal, wo es um sowas geht. Von daher habe ich lange genug darüber gesprochen. Und Monika Hiemann, vielen Dank für die großzügige Unterstützung. Frau Hiemann, vielen Dank. Ich fürchte, Putin hatte Recht mit seiner Meinung vom langfristig schwachen und uneinigen Westen. Das macht mich traurig und ist peinlich. Wir sollten runter vom hohen Pferd und eigene Hausaufgaben erledigen. Der Westen könnte sehr viel tun, auch ohne die USA. Die europäische Rüstungsindustrie müsste prinzipiell ohne weiteres in der Lage sein, mit den Russen nicht nur mitzuhalten. Wenn wir anschauen, was im Westen produziert wurde zu früheren Zeiten, da liefen 25 Leopard 2 im Monat vom Band. Ich glaube fast jeden Tag ein Leopard 2 zu Hochzeiten. Dass, wenn das heute passieren würde, sähe es sehr, sehr, sehr schnell anders aus. Auf der ukrainischen Seite der Front. Das ist halt eine Abwägungssache und Entscheidungssache. Man könnte auch den Taurus liefern. Das, das sind die Fragen. Also. Ich stimme Ihnen zu. Danke auf jeden Fall für die Unterstützung, Frau Himann. Warum verminen die baltischen Staaten nicht massiv ihre Grenzen 20-30 Kilometer tief, um einen schnellen Durchbruch der Russen im Ernstfall zu verhindern, Vergleich gerade Avtivka. Ich gehe mal davon aus, dass die Verminung stattfinden wird in dem Moment, wo der russische Aufmarsch beginnt. Denn warum sollte man jetzt Minen legen? damit der, der Fußgänger drauf läuft oder der Jäger mit seinem Geländewagen auf die Panzermine fährt. Und dann dürfen wir nicht vergessen, verlegte Minen sind Sprengstoff, der herumliegt. Da kann auch ein Terrorist hingehen oder organisiertes Verbrechen und die Mine ausgraben und den Sprengstoff nutzen, um daraus eine Sprengladung zu bauen, um sich in eine Bank zu sprengen oder um sie Terroristen weiterzugeben. Das heißt, die Minensperren, die verlegt werden, müssen de facto geschützt werden. Das heißt, ich brauche Soldaten, die da auch drauf schauen, dass keiner die Minen klaut, so dumm es klingt. Denn eine Panzermine ist durchaus mit etwas Wagemut und etwas Kenntnis selbst zu räumen. Wir haben es zu Beginn des Ukrainerkriegs gesehen, dass, dass Zivilisten teilweise die Panzerminen von der Straße gezogen haben. Man kann die Minen natürlich gegen so einfaches Räumen sichern, aber zu Beginn waren sie eben nicht derart gesichert, sodass. Zivilisten einfach die Panzerminen beiseite geräumt haben. Und dann den Zünder rauszudrehen, ist jetzt, das kann man wahrscheinlich auf YouTube lernen. Ich würde es jetzt nicht jedem empfehlen, das zu machen, denn ich gehe mal davon aus, dass es dann eben, wie gesagt, Absicherungen gibt und dass das sehr schnell in die Hose geht. Aber realistischerweise ist es einfach keine Option, wenn nicht ein russischer Einmarsch bevorsteht. Was sinnvollerweise jetzt gemacht wird, ist, dass diese Staaten sich Minenvorräte anlegen. Wenn, die sollten jetzt eine Inventur machen und wenn sie sehen, dass sie nur 5000 Panzerminen haben, dann sollten sie nochmal 2 Millionen nachbestellen. Das würde Sinn ergeben. Aber jetzt bereits zu verlegen ist sinnlos. Denn wie gesagt, ich, ich habe massenhaft Zivilisten, die bis dahin drüber laufen und sich in die Luft sprengen und ich habe organisiertes Verbrechen und Terroristen, die sie klauen. Und beides ist nicht der das, das Sinn der Sache. Und der russische Aufmarsch geht, dauert keine Woche. Der dauert zwei bis drei Monate. Und nach drei Wochen merkt man, es wird unangenehm. Und dann kann man mit dem Verlegen von Minen beginnen. Es sollte eigentlich reichen. Nicht ideal. Natürlich werden jetzt geplantes Minenfeld und jetzt verlegtes Minenfeld besser zur Verteidigung gegen die Russen. Aber es ist eben nicht nur die Verteidigung gegen die Russen, auf die man sich vorbereiten muss, sondern man muss auch dafür sorgen, dass man eben nicht diese sekundären Effekte hat. Haben Sie schon in Videos gesehen, wie T54, 55 und T62 bei Vorstößen eingesetzt wurden? T62, ja. Da haben wir gesehen, wie sie auf ukrainische Ziele geschossen haben. T55 habe ich bislang nur einmal den Einsatz als ähm, improvisierte Bombe gesehen. Und dann gab es Übungsvideos, die meines Erachtens darauf hindeuteten, dass sie artilleristisch eingesetzt werden sollten. Aber ich habe kein Video gesehen, wo T55 an der Front direkt gesehen wurde. Das habe ich bislang noch nicht. T62 ja. Hat Russland schon Waffen aus Nordkorea eingesetzt oder spart er sich das für den Frühling auf, um richtig zuzuschlagen? Artilleriemunition definitiv. Da haben wir auch schon Bilder, die gesichtet wurden, wo man unter anderem Produktionsdaten auf den Granaten sehen konnte. Also Artilleriemunition ist vor Ort. Dass beispielsweise die, die, die debattierten ballistischen Raketen schon eingesetzt wurden, das ist ziemlich sicher nicht der Fall. Es sei denn, es hätte Fehlinterpretationen gegeben. Denn Sie erinnern sich, dass ich ungefähr vor einem Monat gesagt habe, dass die Ukrainer melden, überraschend viele Iskander würden sie gegen sie eingesetzt werden. Sie erinnern sich vielleicht, wenn Sie da dabei waren. Teilweise, glaube ich, fünf pro Tag. Und dann haben wir jetzt die Nachricht, dass die Nordkoreaner, wie heißen sie, KN26, 23, wie, wie dem auch sei, ich habe es beim letzten Mal gesagt, habe ich mir leider nicht gemerkt, dass auf jeden Fall Nordkorea möglicherweise Raketen geliefert habe, die der Iskander IS nicht nur technisch die gleichen Fertigkeiten haben, sondern ihr auch noch ähnlich sehen. Also, zumindest theoretisch wäre es möglich, dass das nicht alles russische Iskander waren, sondern zum Teil auch nordkoreanische Raketen. Das wäre zumindest eine Möglichkeit, aber das ist pure Spekulation meinerseits. Und da würde man erwarten, dass die Ukrainer da inzwischen irgendwelche Rückstände gefunden hätten, die entsprechend zu entsprechenden Analyseergebnissen geführt hätten. Okay. Das hatten wir auch schon. Das hat sich jemand hochgewählt. Okay. Ein General der Russen tritt auf eine Mine. Wie kommt es, dass Russland seine Generale direkt vorne einsetzt? Ein Zeichen von Führungsschwäche oder zeigen, dass man keine Chateau-Generale hat? Das ist die Frage, wo genau. Denn wir dürfen nicht vergessen, die Frontlinie hat sich ja bewegt. Und wir wissen, dass Ukrainer wie Russen mehrfach immer wieder Schmetterlingsminen eingesetzt haben. Immer wieder Minen verlegt haben. Wir hatten zum Beispiel das Beispiel, das war das erste Mal, wo ich Bildbelege hatte, bei Lissischansk. Irgendwo hier wieder ein Industriegebiet. Ich weiß nicht mehr, wo das war, hier. Ich glaube, das war es. Dass sie hier die Russen durchgelaufen sind und hier lagen Schmetterlingsminen. Da sind wir schon sieben Kilometer von der Front entfernt. Die Minen liegen ja nicht nur an der Front. Die liegen auch dahinter. A können sie nach wie vor verschossen werden. Man kann nach wie vor Artilleriegranaten einsetzen, die Minen verlegen. Und wenn die Ukrainer noch welche haben oder gar neue bauen, die die Schützenminen verlegen, kann man das auch mit Schützenminen. Bei Panzerminen wurden ihnen sogar Granaten geliefert, die Minen verlegen können. Das heißt, der muss keineswegs an der Front sein. Und schon ist es erklärt. Und an der Front selbst, selbst an der Front. Wenn sich in dem Moment, wo sich die Frontlinie bewegt, habe ich Minenfelder, die plötzlich feindliche Minenfelder, die hinter der Front sind. Und dann ist alles, was notwendig ist, ist dass das Minenfeld keiner entdeckt hat oder dass man leichtsinnig ist. Und dann kann man auch einen Kilometer hinter der Front auf eine Mine treten, die vom Feind verlegt wurde. Also das, das kann man nicht zwingend als Beleg für irgendwas sehen. Denn der hat die minia ja, der ist ja nicht auf die Mine getreten, als er die ukrainischen Stellungen gestürmt ist. Sondern der ist irgendwo hinter den Kampfhandlungen auf eine Mine getreten. Und wo genau hängt dann von den Umständen ab. Also ich würde da, ich denke nicht, dass man da irgendwas großartig draus lesen kann, aus diesem Grund. Weil wir eben nicht genau wissen, auf welche Mine, wann die verlegt wurde und so weiter. Wie ist es einzuordnen, dass die USA und die BRD daran arbeiten würden, dass die Ukraine gedrängt würde, den Krieg irgendwie beenden zu müssen? Ist da wirklich was dran? Wäre ja beschämt. Die FDP-Lerin, wie heißt sie? Strack Zimmermann hat die Bundesregierung darauf angesprochen und der Verteidigungsminister hat es empört zurückgewiesen. Der sagt, es sei Unsinn. Der ehemalige General Bühler hat es im Podcast, den er macht, ebenfalls gesagt, das kann er sich beim Westen will nicht vorstellen, musste aber eingestehen, als er darauf angesprochen wurde, dass die, dass die Herleitung zumindest nicht völlig... Absurd ist, dass wir zumindest in der Realität sehen, dass es teilweise so aussieht, als ob dies der Fall wäre. Was genau die Motivation dabei ist, ist natürlich eine andere Geschichte. Aber wir haben, ich habe ein Video darüber gemacht, will der Westen eigentlich, dass die Ukraine gewinnt? So vor zwei Monaten oder so. Mein Schluss war, dass die Antwort nicht so einfach ist. Wir haben einige Staaten, bei denen haben wir keinen Zweifel, dass die wollen, dass die Ukraine gewinnt. Das wären Polen, das wäre das Baltikum, das wären die Briten. Da habe ich persönlich keinerlei Zweifel, dass die eine Ukraine wollen, die bis an ihre Landesgrenzen vorgerückt ist und die voll unter Kontrolle hat, ob militärisch oder diplomatisch, spielt keine Rolle. Aber wir haben andere Nationen, bei denen es nicht so klar. Denn warum wird der Taurus nicht geliefert? Ich sehe kein, kein glaubwürdiges Argument. Alles, für mich ist das komplett vorgeschoben. Denn die Argumente, man müsste die Reichweite verkürzen und dann müsste man deutsche Soldaten, nein, das ist Nonsens. Die Ukrainer haben bis heute, abgesehen von fünf Sturmgewehren und einem Humvee, alles westliche Gerät nicht auf russischem Territorium eingesetzt. Nach wie vor nicht. Warum sollten sie es dann gerade mit dem Taurus tun? Man will den Taurus nicht liefern, weil man nicht will. Das ist der Punkt. Und dann muss man fragen, warum will man den nicht liefern? Und dass das zu ein paar Vermutungen führt, das sind auch innenpolitische Gründe. Wir haben vorhin lang und breit darüber gesprochen, was unser Avatar aus Kansas, aus Kansas, darüber denkt was, was in die, seine regierung macht. und wir dürfen ja nicht vergessen es geht ja nicht nur darum dass wir ein paar prominente politiker an der spitze haben. wir haben überall auch vorwahlen. wir haben leute aus der eigenen partei die einen angreifen. sie sind kongressabgeordneter und sind pro ukraine. aber in ihrem wahlbezirk ist die wirtschaft schlecht. Und aus ihrer eigenen Partei kommt jemand und der sagt, wir schicken der Ukraine nichts mehr, sondern wir nehmen das Geld und bauen hier bessere Schulen. Dann sind sie unter Druck, weil sie wiedergewählt werden wollen, weil sie Abgeordneter bleiben wollen. Und das spielt alles auf, weiter, auf, weiter, auf, auf breiter Flur. Überall spielt das eine Rolle. Dann kommen noch andere Faktoren hinzu, dass die Angst vor atomarer Bedrohung halt eine andere Geschichte ist. Ich, ich sage es so, schauen Sie, ich, ich sitze hier hinter meinem Computer in Panama. Gut, wir können sagen, der Kanal ist ein strategisches Ziel. Bei einem vollen Atomkrieg bekommt der Kanal vielleicht auch eine Kernwaffe ab. Aber ich bin Hans-Wurst hinterm Computer. Ich bin kein Kanzler. Ich bin kein Präsident. Wenn meine persönliche Entscheidung relevant dafür ist, ob Kernwaffen eingesetzt werden oder nicht. Wenn ich der Ansicht bin, wenn ich jetzt einen Fehler mache, kommt der Atomkrieg, dann wiegt die Entscheidung doch ein klein nicht mehr, als wenn ich, wenn ich mir selbst gegenüber despektierlich mich als kleiner Hans Wurst hinterm Computer diesbezüglich äußere. Für mich ist es viel einfacher. Ich kann Ihnen weit und breit und ausführlich erklären, warum russischer Kernwaffeneinsatz unwahrscheinlich ist. Aber wenn er doch erfolgt, dann lag ich halt falsch. Das ist... Aber das ist nicht meine Schuld. Wenn ich ihnen sage, die Russen werden keine Kernwaffen einsetzen, morgen setzen sie doch welche ein, dann habe ich ein paar Kommentatoren, die sagen, hahaha, guckt euch den Idioten an, da hat er großmäulich erklärt, aber ernsthaft gibt mir keiner die Schuld dafür. Und ernsthaft Verantwortung trage ich dann auch nicht dafür. Das heißt, wir müssen das auch ein bisschen aus dieser Perspektive sehen. Und das spielt natürlich mit einer Rolle. Ob das nun gerechtfertigt ist oder nicht, ist eine andere Sache. Ich, ich, sie wissen, wie es ich persönlich sehe. Ich sage, man hätte sehr zeitnah große Rüstungsaufträge durchführen müssen. Im April. In dem Moment, wo klar war, dass die Ukraine die Schlacht um, um Kiew gewonnen hat, war klar, dass der Krieg länger dauern würde. Dann wären, wäre es Zeit gewesen für größere Rüstungsaufträge. Wäre ich Bundeskanzler gewesen, hätte ich Putin bei dem Besuch Anfang Februar gesagt, wenn... Deutsche Soldaten werden nicht in der Ukraine kämpfen, aber wenn sie die Ukraine angreifen, werde ich die deutsche Rüstungsindustrie voll in Dienst der Ukraine stellen. Das wäre mein Versuch gewesen, als Kanzler der russischen, die Russen abzuschrecken. Aber wie gesagt, wir müssen da, die wollen wiedergewählt werden, die haben innenparteiliche Gegner, die Pazifisten sind, die Protektionisten sind, die Isolationisten sind. Sie haben Sorgen. Es ist anders. Es ist anders als, als Privatmann. Die große Weltpolitik zu bewerten als, als Entscheidungsträger. Denn wenn, wenn beiden einen Fehler macht, dann drückt tatsächlich irgendwann einer auf den Knopf. Wenn ich einen Fehler mache, habe ich mich lächerlich gemacht. Wenn es die nennenswerte Zahl meiner Zuschauer überhaupt bemerkt. Das sind alles noch Faktoren, die mit reinspielen. Das müssen wir irgendwo noch sagen. Aber ich meine, dass wir zu der Frage zurückkommen, dass wir an dem Punkt sind, wo wir uns fragen müssen, ob der Westen denn die Ukraine siegen will, die Frage stellt sich schon lange. Das muss man auch klar sagen. Und wie gesagt, Ben Hodges hat es gerade frisch gesagt. Ben Hodges hat vor, letztes Jahr ja gesagt, diesen Sommer würde die Ukraine auf der Krim sein. Später hat er dann gesagt, wenn die Ukraine alles erhält, was wir ihnen, wenn der Westen der Ukraine die Hilfe zukommen lässt, die sie, die sie bekommen könnte. Und wir wissen alle, wären die Kampfpanzer nicht erst ab März geliefert worden, sondern ab Juni 2022, hätten die Russen keine Verteidigungslinien bauen können dann sähe die Front im Süden heute garantiert anders aus. Garantiert. Tja. Weshalb ist es bei der russischen Abhängigkeit von Eisenbahntransport anscheinend so schwierig, diesen effektiv durch Luftschläge zu unterbinden, zum Beispiel Talbrücken oder ähnliches? Naja, wer soll die Luftschläge fliegen? Die Drohnen, Sie dürfen nicht vergessen, Brücken sind gebaut, um schwere Last zu tragen. Eine Brücke zerstöre ich nicht so ohne weiteres mit einem 50 Kilogramm Sprengsatz, wenn der nicht platziert ist an einem... Besonders neuralgischen Punkt. Ich meine, als Konstrukteur der Brücke weiß ich natürlich, wo irgendwelche Schwachstellen sind. Man kann sie vielleicht sogar vorbereiten. Und das ist was anderes, wenn ich wie die Schweizer Sprengkammern in meinen Brücken einplane, in denen bereits Sprengstoff liegt, die genau die Schwachstelle einer Brücke zu durchtrennen. Aber wenn ich eine Drohne habe, die in der, in der Ukraine gebaut wurde und die soll weit reinfliegen und dann eine Brücke zum Einsturz bringen, das wird so schnell halt nicht gehen. Ein zwei Brücken, ein zwei Treffer. Wir haben die Sprengboote gesehen, die mehrere hundert Kilogramm Sprengstoff getragen haben. Und die haben bei der Krimbrücke moderate Schäden angerichtet. Moderate Schäden ist vielleicht noch ein bisschen zurückhaltend, aber wir sehen, die haben die Krimbrücke auch nicht zerstört. Und da haben wir es von hunderten Kilogramm Sprengstoff ist dort die Rede. Und die haben die Pfeile angegriffen, weil sie in die sich ja gerammt haben. Also wenn wir uns das alles anschauen, dann ist es einfach schwierig, denn die haben ja zum Beispiel keinen Taurus, die Ukrainer. Und dann ist die nächste Frage: wie, wie: Sie müssen genügend Sprengstoff erfolgreich dorthin bringen, die richtige Art Sprengstoff, erfolgreich zur Brücke und dann auch noch die Brücke an der richtigen Stelle treffen. Und das ist eben alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Die Brücken sind, Brücken sind stabil und robust. Das, dafür sind sie auch gebaut. Um genau das zu machen. Ich habe irgendwo mal diese einfache, schöne Formel gesehen, die wir Menschen bauen seit zweieinhalbtausend Jahren Brücken. Wir sind verdammt gut drin geworden. Also die zweieinhalbtausend mögen nicht ganz stimmen. Die Römer haben schon welche gebaut. Ich weiß nicht, ob die Ägypter schon welche gebaut haben. Aber so über zweitausend Jahre bauen wir Menschen schon Brücken. Wir wissen inzwischen, wie man gute Brücken baut, die auch ein bisschen was aushalten. Und genau das ist in dem Fall natürlich das Problem. Dr. Milzbrand, gerne wieder eine kleine Unterstützung für Ihren Kanal. Vielen Dank und schöne Grüße. Vielen lieben Dank, Dr. Milzbrand. Dankeschön. Sehr, sehr interessanter Name auch. Dankeschön. Haben die Russen die bessere elektronische Kriegsführung im Sinne von Drohnen, also Satelliten ausschalten? Wenn wir den jüngsten Beitrag in The Economist glauben wollen, ja. Wenn wir Saluschnik glauben wollen, wahrscheinlich auch. Und wenn wir russischen Millblockern glauben wollen, mal ja, mal nein. Und da hatte ich in dem Lagebericht... Letzte Lagebericht ähm, habe ich darüber gemacht, unter anderem. Ich weiß nicht warum, der kam auch, auch bei Ihnen als Zuschauer nicht besonders gut an, hat irgendwie nur 60.000 äh, Zuschauer gehabt. Da bin ich ausführlich darauf eingegangen. Die Russen, Bei den Russen ist es so, dass wir zwar viele Berichte haben, wie überlegen punktuell die ukrainische elektronische Kriegsführung sei, aber das muss man natürlich ein Stück weit sehen, dass das ein bisschen Berufsblindheit, wenn man so will, sein kann. Denn wenn ich als Soldat an der Front sage, meine Drohnen funktionieren nicht, dann heißt es ja noch lange nicht, dass die gegnerischen Drohnen deshalb funktionieren. Vielleicht bekommen die russischen Soldaten, die sich über die effektive ukrainische elektronische Kriegsführung beschweren, gar nicht mit, dass die eigene noch effektiver ist. Wir haben auf jeden Fall russische Meldungen, dass die punktuell zumindest, zum Beispiel Krinki am ähm, Nipro wäre einer der Fälle wo es explizit genannt wurde, dass die Ukrainer dort richtig gut wären mit der elektronischen Kriegsführung. Aber The Economist ist kein Magazin, was für Russland-Romantik bekannt wäre. Und die haben gesagt, die Russen sind da deutlich überlegen. Also tendenziell würde ich sagen, dass das, wenn wir uns auch anschauen, was wir in der Vergangenheit, ich meine die Cyber- und elektronische Kriegsführung, das waren, waren zwei der großen Reformprojekte der Russen in den letzten 10, 15 Jahren. Cyberkriegsführung und elektronische Kriegsführung. Und wenn die also jedes Jahr die eine oder andere Milliarde da reinstecken, dass er dann ein paar Fortschritte machen sollte, wenn nicht überraschen. Wenn gleichzeitig der Westen nicht sein Hightech-Material schickt, auch das habe ich in dem Video gesagt, da denn die Befürchtung ist, wenn die Russen die Frequenzen mitschneiden, die, die Mechanik, wie die elektronische Kriegsführung funktioniert und das den Chinesen mitteilen, dann haben die Chinesen einen riesigen Vorteil in einer Konfrontation mit dem Westen, weil sie wissen, wie unsere elektronische Kriegsführung funktioniert, wir aber nicht, wie ihre funktioniert. Und daher haben wir also die Russen, die mindestens ein Jahrzehnt in die elektronische Kriegsführung investiert haben und die Ukrainer, die kaum Geld dafür hatten, aber aus dem Westen keine bekommen. Ja, wer ist dann überlegen? Das heißt nicht, dass die Russen zwingend besser sind als der Westen, wobei Nico Lange sagt, dass es möglich wäre. Der ist ähm, bei der Münchner Sicherheitskonferenz auch wieder kein Kreml-Troll. Der hält es für möglich, dass die Russen sogar der NATO überlegen sein können. Kann ich nicht beurteilen. Aber wer, wer lange Zeit eine signifikante Menge Geld investiert, der bekommt auch irgendwann Ergebnisse, denn wir reden bei den Russen. Die Russen sind alles andere als eine Hightech-Supermacht. Aber sie sind eben auch kein. Kein rückständiges Steinzeitland. Ich meine, die haben schon auch ein paar Sachen drauf und die können auch schon ein paar moderne Sachen bauen, wenn sie das Geld zusammenbekommen. Die haben gute Wissenschaftler, die haben auch gute Ingenieure. Wenn dann das mit Geld verbunden wird und dann vielleicht auch noch mit eingekauften Komponenten, dann sollte an sich auch gelegentlich ein gutes Produkt dabei rauskommen. Also, ja, ich halte es für möglich, dass die Russen überlegen sind. Die Amerikaner haben ein, ein einzelnes Heimars-System geschickt, was angeblich für gelieferte erdgestützte Gleitbomben, ähm, GLSDB, ausgerüstet ist. Und das wäre dann eine Erklärung. Meine Vermutung war, dass es vielleicht ein Ersatzwerfer äh, ist. Denn die Russen haben ja inzwischen, weiß ich, 40 angeblich zerstört Heimars, also mehr als überhaupt je geliefert wurden. Und für mich war es unerklärbar, warum sie ein einzelnes liefern sollten. Es sei denn, das wäre ein einzelnes, um ein verloren gegangenes zu ersetzen. Das würde Sinn ergeben. Vielleicht meine Vermutung war, die Ukrainer haben jetzt das erste Heimmaßgerät verloren, Den ersten, die erste Heimmaß verloren. Dass das eine für Ground Launch Small Diameter Bombs ausgestattet ist, kann ich weiß, ich muss ja auch hier sagen, das weiß ich nicht, ob das notwendig ist. Denn die Grundidee ist ja, dass die von allen verschossen werden können mit diesen Startern. Aber wahrscheinlich müsste ein Software-Update erfolgen. Aber ich habe keine Ahnung. Das zumindest wäre ein Erklärungsansatz. Wobei das auch nicht gerade ideal wäre. Denn wir können zwar nicht davon ausgehen, dass die gleich zu Hunderten geliefert werden. Aber nur eins, was das kann, ist auch nicht ideal. Weil das einen massiv einschränkt in den Möglichkeiten, wo man sie einsetzen kann. So, Sie merken es: meine Stimme versagt. Und gleichzeitig haben wir die zwei Stunden voll. Von daher bedanke ich mich bei Jankowski Engineering für Streamvote, was Sie gesehen haben, das einzigartige Programm, was nur für Militär und Geschichte existiert. Und wenn Sie einen Auftrag haben, dann kann ich die Ihnen empfehlen. Und ansonsten an der Stelle möchte ich mich bei den Moderatoren bedanken für die Unterstützung. Wie immer vielen lieben Dank an Sie und für die, die den Kanal unterstützt haben heute wieder. Ich bin Ihnen nicht, Sie sind mir nicht schuldig. Das weiß ich und daher weiß ich es umso mehr zu schätzen, dass Sie sich aus freien Stücken dazu entscheiden, mich zu unterstützen. An der Stelle will ich auch noch, habe ich vergessen, hätte ich eigentlich vorher sagen sollen. Wenn Sie noch hier sind, bitte abonnieren und Glocke klicken. Zumindest, wenn Sie es Sie interessiert. Daumen hoch, hoch hilft auch super mit dem Algorithmus. Kommentar hinterlassen. Sie kennen den, den die Routine. Sie kennen sich darüber aus. Der nächste Livestream ist für kommenden Samstag geplant und äh, ich bin in einer halben Stunde in etwa auf Twitch. Wenn es Sie interessiert, dort werden wir dann einen Adventskalender von Holy Verlosen, also 24 Getränkemischung. Und ich glaube, ich glaube, dass hier so eine Flasche müsste damit drin sein. Glaube ich zumindest. Von daher, wenn Sie Interesse haben, können Sie es auf, auf ähm, Twitch machen. Wenn Sie vorbeischauen wollen, da können Sie den Kanal auch unterstützen durch einen Twitch Prime Sub. Wenn Sie Amazon Prime haben und verbinden Ihre beiden Konten, Amazon Prime und Twitch, können Sie mir ein gratis Abo monatlich geben, das mir 1,70 Euro 70 gibt. Nicht gerade viel, aber 1,70 Euro, 70, den Sie nicht bezahlen müssen, ist ja auch eine nette Unterstützung. Wie dem auch sei. Vielen lieben Dank an alle. Schön, dass Sie hier waren. Wir sehen uns spätestens Samstag wieder, vielleicht in einer halben Stunde auf Twitch. Und ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen, einen guten Abend, eine gute Nacht und bis bald. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis bald. Dankeschön an die Patreon-Unterstützer, vor allem Oberstleutnant Nippelzwicker sowie die Leutnante Andreas Donat, Badass Lawyer, de Jo, Dr. Knut Brandis, Gregor Schwarz, Heribert Breitsamer, Jan Banholzer, Doctor, Steve und Ulf Kipke.